So, alles hier ist verstellt. Ich sitze viel zu tief. Alles ist kacke, aber wir können das nicht ändern. Wo sind wir denn hier? Wir waren beim Brüten hier. Wir gehen rüber zu hier. Und dahin. Oha, da ist der Bart, aber halt weg, da fuck. Krass, oder? Wow. Wenn dich das beeindruckt, wie findest du dann das? Da 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 da. Oh mein Gott! Kannst du mal ein Video machen, wie man einen DS moddet? Nein! Ich helfe dir nicht dabei, wie man illegale Sachen runterlädt. Wurde heute von den Fitklässlern Goat genannt, weil ich 3 Stunden für deren Charaktere gebraucht habe. Ist doch gut. Läuft in den letzten Streams. Was? Ich bin komplett hier am Arsch. Mein ganzes Setup ist auseinandergebaut wegen dem Gen 4 Video. Was ich gestern und heute aufgenommen habe, den ganzen Tag. Gestern den ganzen Tag und heute bis jetzt. Und deswegen ist mein Setup noch anders. Das Licht ist falsch, die Kamera ist falsch. Aber eventuell, wenn ich das Video schneide, was übrigens 4 Stunden ist. Die Aufnahme, die ich gemacht habe, ist 4 Stunden lang. Ich weiß nicht, wie ich 4 Stunden geschafft habe. Ich habe 4 Stunden lang aufgenommen. Also nicht am Stück, aber insgesamt sind es, also am Stück war es länger, aber wo zum Teufel sind 4 Stunden hin? Ich will doch nur die alten Gens zocken. Dann mach's doch. Kauf den DS und mod ihn. Hey Drarot. Bitte, was, habe ich meinen Namen gelesen? Nö. Ich kann aber so nicht sitzen. Ich verkrafte das nicht, aber ich kann die Kamera nicht ändern. Aber ich kann nichts ändern. Ich mache aber den Stream wieder aus. Ich kann doch nicht so in der Kamera sitzen. Sieht doch bekloppt aus. Besser. Bisschen besser. Als ob dich jemand anschaut, das ist wohl wahr. Und hat schon jemand Bisaflor geholt? Ich habe gehört, man holt sich Bisaflor mit einem Chestnut. Wie heißt das auf Deutsch? Hallo Sloth. Ihr solltet doch alle voll die Bisaflore gerade am Grind sein. Brigaron, genau. Seid ihr nicht am Bisaflor grinden? Seid ihr etwa arbeiten? Was? Nein. Ihr seid doch nicht arbeiten an einem Donnerstag 16 Uhr. Wieso sollte man das? Das wollte ich sagen, wenn jemand das sagt. Na, weil es da Gewürze gibt. Man kann Gewürze grinden mit Bisaflor. Jetzt könntest du immer noch fragen, und warum sollte ich das grinden? Korrekt! Karmesin und Purpur hat nichts mehr, was wir brauchen. Keine Legis, keine Shinies mehr. Warum sollten wir überhaupt noch dieses Spiel hier spielen? Du bist bei Dialga. Wo bist du bei Dialga? Ich hab's gefangen, hatte keine Herbers. Wie unlucky kann man sein? 3% unlucky. Warum ging das nicht?
Was? Brigaron ist perfekt schon? Wow, ist das, aber nicht immer... Das ist ja immer so. Ich dachte nicht, dass die... Ich dachte, 5 von 6 sind perfekt. Nicht alle. Okay, krass. Alle sind perfekt. Okay. Gut, dass ich eh keine Gewürze benutze. Punkt 1. Ich brauche eh keine Gewürze. Punkt 2. Wofür braucht man Gewürze überhaupt, wenn man dieses Spiel schon durch hat? Punkt 3. Warum Gewürze? Aber wenn man Gewürze unbedingt haben möchte, dann ist das tatsächlich eine gute Gelegenheit. Denn die Raids sind sehr einfach. Aber das werden wir gleich selber überprüfen. Was brauche ich? Shellbell. Wie heißt Shellbell auf Deutsch? Muschelglocke. Muschelglocke, bist du hier? Und dann EV trainen wir das. Sollen wir das EV trainen? Ja, okay. Die Nuschelglocke. Ja, als das bekannt wurde, habe ich ja sofort ein Video gemacht, wo ich gesagt habe, Shiny Hunt, den Kamazin und Popo ist tot. Und es ist auch so. Wir haben 2 Wochen lang das DLC gespielt und dann haben wir es alle weggelegt, weil, was ist denn hier noch? Keine Legis. Unverschämt. Terra Gras hat es, oder? 124 Attacke. Toll, deswegen sage ich in meinen Übersichten immer, wie viel Vitamine man geben muss. Weil was weiß ich, wie viel, ich meine, ich kann es ausrechnen, aber 124 Attacken-EV sind 12, oder? Ja, 12. Sind 12 Proteine. Und alles auf Speed, was selten ist, aber okay. Damit wir schneller sind. Und dann Special was? Hier steht nur Special. Was Special? Special Attack wahrscheinlich, oder? Habe ich Samenbombe? Ja. Nee, Samenbombe ist aber... Ja, Special Attack. Ja, Special Attack. Ich bin Terra Ground. Muss ich zu Gras machen? Ja, okay. Eigentlich will ich... Ich bin sogar Stein, nicht Ground. Eigentlich will ich das ja gar nicht verändern, meine Titanen. Aber ein bisschen egal ist es mir. Habe ich Drain Punch? Nee, oder? Ablei-Tip hat er nicht. Der hat doch safe kein Ablei-Tip. Nee. Und dann... Machen wir Spezialattack ist Calcium, oder? Ja. Okay. Dann gehen wir nach Normal City. Würde für solche Aktionen gerne einen Shitstorm über Game Freak regnen lassen. Was hat denn Game Freak dir jetzt getan, Big Link? Sie geben uns Raids mit Geheimgewürzen. Sie geben uns einen neuen Legends-Teil. Wenn man glücklich sein kann, ein Pokémon-Fan zu sein, dann ist es doch genau jetzt. Schade eigentlich, dass es hier keine coole Animation gibt, wo irgendwie der Terra-Kristall verändert wird. Das hätten sie eigentlich... Das wäre cool gewesen. Cyan, Dankeschön für 35 Monate. Wie sehr fliegt die Zeit? Aber das wird immer schlimmer im Alter, ne? Neuer Let's Go-Teil wäre besser gewesen. Okay. Wenn du meinst. Meine, diese Shiny Locks of Legis? Ja, das ist kacke, aber das ist jetzt schon länger her. Wir haben schon vergeben und vergessen. Haben wir? Nee, haben wir nicht. TM, ich guck mal.
Ich sollte die haben, aber tatsächlich geht es schneller, sie herzustellen, als die TM zu suchen. Weil hier kann ich so cool nach Ding ordnen. Ableithieb. Ich wünschte, man könnte nach TMs ordnen auch so. Oh, ich habe nicht Glibunkeltoxin. Okay, aber ich glaube, ich habe Ableithieb. Das andere ist Bellydrum. Bauchtrommel. Meine geliebte Bauchtrommel ist... Warte mal. Bauchtrommel. Wie, ist Bauchtrommel ein... Warte, vielleicht hatte der die. Muss ich die eben... Muss ich jetzt hier die Kopierkraut nehmen? Ja, das sind ja Zustände. Ja, Zustände. Sicher dat. Sicher dat. Oh nein, sehr aufwendig. man konnte die immer handeln und die machen einen unnötigen Lock rein. Quasi DLC ist in meinen Augen das Geld nicht wert, nur wegen den Locks. Ja, das DLC an sich ist auch schon cool. Aber ja, es ist mehr Spiel wert ist dahin. Bellydrum. Wartet. Wie ging das nochmal? Also zuerst nehmen wir eine Attacke weg. Kopierkraut kriegt der, der das kriegen soll, ne? Ja. So viel Aufwand für ein Bisaflor. Aber wenn es hier GHIJK, Kopierkraut geben. Und dann haben wir hier Ableithieb, haben wir noch eins, jawohl. Was? Jetzt hat er das gelernt, stimmt, weil ich einen Platz frei hatte. Okay. Und wer von meinen Boys kann das denn so? Paco! Paco, ich habe dich letztens im Wohnzimmer von einem wunderschönen Buben gesehen. Das klingt komisch. Ich meine, wie heißt er denn? Dem Simon. Da habe ich dich gesehen. Durch die Röhre. Hallo Paco, 5 Jahre. Hör auf. Übertreibung. So, du kannst Bauchtrommel. Ich glaube nicht, dass der Knuddler, Wasserring oder Walzer lernen kann. Vielleicht Walzer. Habe ich noch einen mit Bauchtrommel? Kannst du nicht Bauchtrommel? Erholung, Fassade, Schnarcher? Nee, komm, wir machen. Der wird schon gehen. Geht ja alles ganz schnell. Blub. Was hast du gerade gesagt? Hat gehangen? Nix. Es war peinlich, deswegen sage ich einfach nur vielen, vielen Dank für 5 Jahre, mein lieber Paco. War peinlich. Vielen Dank, Paco. Dankeschön für 5 Jahre, du verrücktes Stück. Dankeschön. Auch Trommel. Okay. Dann geben wir wieder eine Muschel. Dann sag es mir bitte. Ich habe gesagt, ich habe dich bei einem kleinen Jungen im Wohnzimmer gesehen, weil mir nicht sofort Simon eingefallen ist. Und er ist nicht mal klein. Er ist auch kein kleiner Junge. Ich habe einfach nur gesagt, auf jeden Fall, ich habe dich gesehen, wie du da saßt. Dankeschön für 5 Jahre. Okay. Hallo Jay. Ja, alle beschweren. Du kannst es den Leuten nie recht machen. Alle beschweren sich. Swords Dance ist wohl safer als Bellydrum. Safer. Sicherer. Swords Dance. Aber da muss ich 3-mal machen. Das sehen wir gleich. Ihr helft mir ja, oder? Hallo Xoda. Ich muss dir leider sagen, deine YouTube-Videos sind einfach nur blöd und mega geil. Von daher vielen lieben Dank an deine Erklärvideos und ich hoffe, du machst immer weiter damit.
Was für Erklärvideos? Die Erklärvideos mache ich seit einem Jahr nicht mehr. Über länger sogar schon, oder? Aber vielen, vielen Dank für das Lob, dass ich blöde Videos mache. Dankeschön. So, sind wir jetzt hiermit glücklich? So ein bisschen. Habe ich sie denn schon aktiviert? Wahrscheinlich nicht. Oh, ich wünschte so, ich könnte weiter weg mit der Karte. Der Anti-Erklärbär. Ich habe sogar noch die Sind die Voltoball-Dinger immer noch? Wahrscheinlich sind die sogar immer noch, oder? Nee, die können nicht mehr sein. Ich sollte mal im Spiel online gehen. Erkleobär? Nein, nein. Du hast einen Fehler gemacht, das zu schreiben. Gerne doch, darf ich fragen, warum du keine mehr machst? Kein Bock mehr, die Videos haben mir keinen Spaß gemacht und ich habe alles gesagt, was es zu sagen gibt. Ich mache Pokémon-Videos. Das macht viel mehr Spaß. Okay, darf ich jetzt? Ja, das schon. Waren nicht nur Cover Legis, BDSP muss man davon rauszählen, da es leider nur ein spezieller Poké-Remake war. Mich als Shiny Hunter nervt es auch, aber die haben ihre Gründe und es wird sicherlich wieder eine Möglichkeit geben. Natürlich haben sie Gründe, aber ich finde, die Gründe sind dumm. Ich meine, jeder Grund, den man sich ausdenken kann für Shiny Locks, sind dumm. Für uns. Wann war jemals ein Shiny Lock, wo man sagen konnte, ja, das macht Sinn? Ich muss sagen, es macht Sinn, die Titanen zu Shiny locken, aber wobei, selbst da kann man sagen, macht's doch einfach. Wer so verrückt ist und es machen will, soll es doch machen. 3 Tage Zeit haben, um ein 1 zu 4000 Shiny in einem Raid zu finden? Du bist mit Nilsson einer der besten Tutorial-YouTuber überhaupt. Dankeschön. Wahr. War. Vergangenheit, bitte. Bei Pokémon mache ich auch Erklärvideos, ja. Ich krieg's nicht raus, den Erklärbär. Markus Maria Herbst steckt zu tief in mir drin. Oder war das nicht der Erklärbär? Ja. Gibt es Leute, die Bock haben, mitzumachen? Mich zu carryen, ein paar Gewürze farmen. Doch, aber wow. Was macht eigentlich Markus Maria Herbst? Erklärt er immer noch Sachen? Du bist bei deiner Zeit bestimmt nicht überall mit Zeit dabei. Was? Videocutting kostet auch extrem viel Zeit. Ja, aber ja, ich mache das ja hauptberuflich. Deswegen die Zeit, also das, wenn ich cutte, dann ist das mein Job. Aber ich habe die Videos, die ich jetzt mache, sind 1000-mal aufwendiger als die Videos, die ich davor gemacht habe. Die Tutorial-Support-Videos, Twitch-Sachen zu machen, war technisch gesehen super einfach. Die Videos, die ich jetzt mache, sind... Erst jetzt habe ich ein Video aufgenommen, was... Ich habe die letzten 2 Tage nur aufgenommen und jetzt werde ich 2 Wochen lang an dem Video nur schneiden. Und davor habe ich die Twitch-Support-Videos habe ich an einem Tag gemacht, komplett von Schreiben bis Aufnehmen zu schneiden über Veröffentlichen. MLG LOL, Dankeschön für 10 Monate Prime. Keiner will mit mir raiden. Keiner mag mir ein Bisaflor. Mir ein Bisaflor fangen. Color Grading ist deutlich schwieriger. Ja, außer du gradest ein einziges Mal und dann kannst du diese Grade-Einstellung für immer benutzen. Ich habe einmal gegradet und seitdem sieht jedes Video bei mir richtig aus. Außer du bist natürlich immer irgendwo anders.
Markus Maria Profittlich. Stimmt, der hieß Markus Maria Profittlich. War das Markus Maria Profittlich? Aber wen habe ich gemeint? Jetzt habe ich vergessen, wen ich gesagt habe. Wen habe ich denn jetzt gemeint? Markus Maria Herbst. Wer ist denn Markus Maria Herbst jetzt? Jetzt weiß ich gar nichts mehr. Jetzt muss ich gucken, wer Markus Maria Herbst ist und wer Markus... Markus Maria Herbst. Ne, den meine ich nicht. Stimmt. Und Profittlich hieß der auch Markus Maria Profittlich. Tatsächlich. Ich meine Profittlich natürlich, der war der Erklärbär. Jonas, Jonas, Jonas. Ich will. Ich war schneller. Hast du gesehen, dass Pokémon Deutschland heute ein Video von Schwarz-Weiß gepostet hat und die Leute darunter voll getriggert sind? Ich liebe Pokémon dafür. Nee, habe ich nicht gesehen. Aber ich glaube noch nicht mal, dass das Absicht ist von denen. Leute improvisieren oder... Ich glaube nicht, dass das Absicht ist, die Leute zu triggern. Ich rede vom Erklärbär und der Erklärbär war Markus Maria Profittlich. Warum ist der Raid abgebrochen? Jonas, es tut mir leid. Ich glaube, ich mache das alleine. Keiner möchte mit meinem Bisaflor spielen. Anne, du bist ein Pico Chiller. Nein, Chillabelle. Nintendo hat versucht, die Leute zu verklagen, die Yuzu machen. Das ist der Emulator. Niemand mag mich, aber ich mag mich. Das ist gut. Genau, der Erklärbär war in der Wochenshow und das war Pastewka war der kleine Junge und Profittlich war der Erklärbär. Jep, 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 jep. So, wie geht jetzt dieser Kampf? Was muss ich zuerst machen? Ich schätze mal, ich muss Bauchtrommel machen, wenn ich das überlebe. Olitena ist gut im Team zu haben. Wahrscheinlich Bauchtrommel und dann Ableitief. Und dann sollte ich wieder volles Leben haben. Warum habe ich gerade einen Boost auf Verteidigung gekriegt? South Park hat auch einen Erklärbär. Das stimmt. War das nicht so ein Pedobär? Das ist ja ein guter Supporter. Keine Ahnung. Ich weiß nichts. Ich bin nur hier, um ein Bisaflor zu fangen. Dann Terra und Samenbomben. Ja. So, wahrscheinlich macht er jetzt schon sein. Meine Bauchtrommel ist jetzt schon wieder weg. Hä? Warum hat er jetzt schon meine Effekte weggenommen? Es war ein Panda, stimmt. Der sexuelle Belästigungspanda, ja. Muss ich jetzt wieder Bauchtrommel machen? Weil der hat mich resettet. Okay, jetzt ist sowieso hier. Dann Schutzstacheln. Ist Schutzstacheln sowas wie ein Schild einfach nur? Aber soll ich jetzt einfach auch Trommel wieder machen? Aber dann verrecke ich doch, oder? MLG LOL, du bist ein Vati. Vati. So. Ob ich das jetzt überlebe? Ich sollte schneller sein, deswegen anscheinend überlebe ich das Ganze. Und jetzt mache ich Ableitieb, um nicht zu verrecken. Und jetzt soll ich Samenbomben machen. Wenn ich deine Videos anhöre, ist es wie beim Podcast. Dann sollst du meinen Podcast anhören.
Schutzstacheln ist Schutzschild in besser. Okay, wenn ich jetzt langsam Terra machen kann, dann... Okay, ich kann Terra machen. Und das sollte mich heilen doch genug, oder? Die Samenbomben. Hast du schon mal an eine Synchronisationsarbeit gedacht? Ich habe zwar eine schöne Stimme, aber ich bin kein Synchronsprecher. Ich bin auch kein Schauspieler. Synchronsprecharbeit ist was ganz anderes, als eine schöne Stimme zu haben. Oh nein, ich habe noch nicht dran gedacht, aber hunderte von Leuten haben für mich schon dran gedacht. Aber eine schöne Stimme reicht nicht. Es haben auch Synchronsprecher zu mir gesagt, dass ich kein Synchronsprecher bin. Ein Synchronstecher, genau. Irgendwie ist der mir ein bisschen zu stark, dieses Bisaflor. Du musst bei Synchronsprecher auch ein Studium und so machen? Nee, musst du nicht. Da kannst du schon quer einsteigen. Aber allein, wenn ich Synchronsprecher werden wollen würde, müsste ich extrem an meiner Stimme arbeiten, weil meine Stimme ist extremst feucht. Was mir beim Videomachen immer wieder auffällt und ich hasse ohne Ende, aber ich kann nichts dagegen machen. Das Einzige, was ich dagegen machen könnte, ist, zum Logopäden zu gehen und meine Stimme zu verbessern. Und viel trinken. Damit man nicht so schmatzt im Mund. Ob das was wird? Wenn der nur einen Volltreffer macht, bin ich weg. Warum sind seine Attacken so sackenstark? Muss ich irgendwas noch machen? Achso, ich muss Schutzschild machen, gell? Soll ich nicht ein Schutzschild machen? Ich habe keinen... Aber dann verrecke ich, wenn ich jetzt ein Schutzschild mache. Jemand anderes muss für mich Schutzschild machen. Der Fuck ist eine feuchte Stimme. Hör ganz genau auf meine Stimme. Wie jeder Buchstabe knackst. Wie meine Zunge gegen die feuchten Lippen schnallt. Und dann hörst du ganz leichte Knackgeräusche und Schlubber, Schlabber, Schlabbergeräusche. Und das ist sehr anstrengend. Also das kannst du als... sogenannte Synchronsprecher nicht machen, weil dann müssen die deine Stimme zu Tode bearbeiten, dass sie überhaupt anhörbar ist. Und bei mir schnallst und knackst es die ganze Zeit und das darfst du nicht machen. Jetzt habe ich gerade getrunken, deswegen war es jetzt gerade nicht so schlimm. Du heilst genug gegen, solange er nicht crittet. Ja, solange er nicht crittet, aber er könnte ja jederzeit critten. Aber es geht schon. Wenn er jetzt crittet, bin ich sauer. Ja, aber selbst dann. Ja, wobei, wenn er crittet, bin ich weg, glaube ich. Glaubst du, die Leute im Tonstudio pupsen oder rübsen nicht? Doch, klar. Bei mir ist jedes Wort nicht gebrauchbar. Dafür gibt es Filter. Du, ich habe mich damit schon... Egal. Ich kann nicht diskutieren darüber. Ich will Pokémon spielen. Geschweige denn, will ich nicht Synchronsprecher sein. Ich hasse es vorzulesen. Ich hasse ins Mikro zu sprechen die ganze Zeit. Also bewusst etwas vorzulesen. Ich habe schon oft genug gemacht. Ich habe auf Nichtfang gedrückt. Und ich gebe dir die Schuld, Juxoda. Dafür habe ich ein scharfes und ein salziges Gewürz bekommen. Fuck me! Warum? Dieser dumme Reflex. Muscle Memory! Mit Bauchtrommel habe ich es in 20 Tries nicht geschafft. Ich habe es First Try geschafft. Hä? Okay. Aber wenigstens haben wir Gewürze gekriegt, die ich nicht gebrauchen kann. Reset. Wollte ich nicht vom Spiel abhalten. Hast du aber. Nein, Schwan. Die Muskelreflexe sind besser als jegliche schnellen Gedanken.
Auf jeden Fall, nein, ich bin kein Synchronsprecher. Und ich will auch keiner sein. Tatsächlich, ein Grund, warum ich, glaube ich, als Synchronsprecher verrückt werden würde und meinen Job hassen würde. Plesser, du bist ein, passt sehr gut, ein Sigard, ein Z bis A. Du bist Z bis A. Sigard. Das Beste, was ich gesehen hatte, aber auch so dumm war, was war das? Z bis A. Natürlich Pizza, sagen viele. Ah nee, PLZA. Plaza. Und Illumina City hat die Plaza. Deswegen ist es PLZA. Idioten. Das war lustig. PLZA Plaza. nee, Synchronsprecher in Deutschland vor allem. So ich das halt immer sehe und auch auf TikTok gibt es ja auch so Synchronsprecher, die TikToks machen und von ihrem Beruf erzählen und so. Ich würde die Krätze kriegen, wenn die Produktion, beziehungsweise dann der verantwortlich ist dafür, wie man das einsprechen soll, wenn er mir dann sagt, wie ich das einsprechen soll. Weil ich, auch wenn die deutsche Synchronisation eine der besten Synchronisationen der Welt ist, wenn nicht die beste, kann ich mir deutsche Synchros nicht anschauen, weil die halt dieses typische, ne, dieses Oh boy! Ne, nicht mal Oh boy. Oh Mann, heute war wieder ein anstrengender Tag in der Arbeit. Hey Katrin, kannst du mir vielleicht beim Abwasch helfen? Oh, da wird doch der Hund in der Pfanne verrückt. Die reden so. Und wenn ich dann als Synchronsprecher komme und sage, können wir das, kann ich das ein bisschen normaler sagen? So halt nicht ist sagen, sondern ist oder nicht nicht sagen, sondern nicht. Also ein bisschen Sachen, wie Leute tatsächlich reden, ohne irgendwelche dummen Sprichwörter zu benutzen, die keiner mehr sagt. Und dann anscheinend sagen die Producer oder wer auch immer, sagt dann, okay, dann hast du halt keinen Job mehr, verpiss dich. und ich würde verrückt werden, wenn ich die ganze Zeit so sprechen müsste. Wow, guck mal, ein Gruff, Leute. Habe ich einen guten Short drüber gesehen? Ich auch schon viele. Ein so ein Komiker, gell, der das verarscht und das macht, der macht es so perfekt. Kann ich, darf ich jetzt hier Gruff? Danke. So, dann machen wir das jetzt nochmal First Try, so wie gerade eben. Ein guter Freund von mir ist Radiosprecher, dem kann ich im Radio auch nicht zuhören, weil ich die Stimme anders kenne. Ja, ne? Und ich finde es so, hier ist es zum Beispiel im Radio nicht so. Ich kann den Leuten hier im Radio super gut zuhören, weil die einfach reden. Aber wenn ich dann in Deutschland das Radio anmache. Willkommen bei Energy 96.3. Ne, 93.3. Hit. Was sagen wir? Und dann Nachrichtensprecher haben auch ihre eigenen Stimme wieder. Das ist dann so MD-Sing. Na 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 na. Bauchtrommel, ne? Ja. Das kommt halt auf den Synchronregisseur an, wenn der kacke ist. Ja, aber anscheinend sind die immer kacke, weil ich habe so gut wie noch nie eine deutsche Synchronisation gehört, wo ich dachte, wow. Das klingt ja authentisch. Oder allgemein deutsche Produktionen. Eine deutsche Serie, die ich geliebt habe, die erste Netflix-deutsche Serie, Dark. Großartige Serie, geile Story. Und auch meinetwegen gute Schauspieler, aber was den Schauspielern für Sätze in den Mund gelegt wurden, waren wieder so eine Frechheit, wo dann wirklich so Sätze kamen wie Katrin, das Essen ist fertig. Bitte komm doch runter. Katrin, jetzt schwingst deinen Arsch hier runter und dann gibt's Essen. So sagt man das. In Bayern vielleicht. Da gab es wirklich so, in jeder Folge gab es so zwei, drei Sätze, wo ich so lachen musste, weil keiner so spricht einfach.
Ich verstehe das nicht, wie diese Skripte geschrieben werden und dann beharren die darauf, dass es genauso vorgelesen wird. Ich verstehe das nicht. Marios Gavrilis. Er spricht unter anderem Katakuri. Okay. Ich kenne nur den japanischen Katakuri. Wir sind bei immer noch Oplaitibia. Okay. Alter, nein, ich muss Bauchtrommel machen. Fuck. Das war sehr gewöhnungsbedürftig, musste mich auch erst eine Weile an Dark gewöhnen. Aber die Story war zu gut, um es nicht anzuschauen, oder? Ach, Sappara Plötz noch nehmen. Wenn ich auf Deutsch anfange zu fluchen, ja. Ja. Oh mein Gott. Jetzt Samenbombe. Dann ist alles wieder gut. Und Grasfeld. Nein, warum kann ich keine Samenbombe machen? Shit. Mach ich jetzt... Ich mach lieber Samenbombe. Es gibt, macht doch bestimmt mehr Schaden als Ableitung. Ja, okay. Saug. Oh Gott, es war so wenig. Ich sterbe. Ich glaube, das macht nichts. Wobei... Ich muss jetzt wieder Bauchtrommel machen, aber ich sollte... Hat er mir... Ich glaube, der hat meinen Terra-Kristall ausgesaugt. Es gibt bestimmt... wie gesagt, deutsche Synchronisation ist die beste auf der Welt, aber für meinen Geschmack ist sie trotzdem... Ich kann mir das nicht anhören. Auch Tommy Morgenstern oder was auch immer, ich kenne die alle. Ich finde das alles nicht authentisch. Aber das ist halt der Style, der mir einfach nicht gefällt dann. So, und dann mache ich jetzt, ob das zeitlich hingeht. Anime-Synchros finde ich schon ziemlich nice. Nope. Ah, okay, diesmal hat es nicht geklappt. Das wird nix. Thorax, du bist ein Pamo. Letztes Mal hatte ich, glaube ich, den Vorteil, dass jemand defensiv gemacht hat aus meinem Team. Und dann habe ich mir ausgehalten. Aber ich habe auch irgendwas, glaube ich, falsch gemacht. Hallo, Kev. Amerikanische Synchro finde ich besser, weil die Relevanz zum Mikrofon und der Umgebung halt stimmt. Ich glaube, du meinst einfach original Englisch. Einfach original, weil dann die Distanz halt stimmt, weil es nicht synchronisiert ist. Amerikanische Synchronisationen haben noch weniger, also... Nicht noch weniger Ahnung. Amerikanische Synchros sind die schlimmsten, weil die so selten synchronisieren müssen, weswegen es sich meistens erst richtig kacke anhört. Ich glaube, du meinst der normale Dub und nicht Sub. Gott, warum habe ich das nicht gefangen? Ey, jetzt werde ich wahrscheinlich wieder 10 Versuche brauchen. Hallo, Toni. Nee, das machen deutsche Synchronstudios natürlich auch. Ich weiß nicht, was du auf Englisch dir anhörst, dass du das besser findest. Amerikanische Tonstudios machen das auch im Studio. Rick and Morty auf Englisch, besser als auf Deutsch zum Beispiel.
Ja, okay. Aber da ist das Englisch das Original. Die Münder werden auf die englische Sprache gemacht. Allein deswegen ist es schon besser. Das sehe ich nicht. Natürlich ist es Synchronisation, aber es ist das Original. Es ist die Originalvertonung. So, und jetzt, ich muss mich konzentrieren. Was muss ich machen? Ich muss Bauchtrommel machen. Warum hebt er mich jetzt auf? Er hat noch nicht mal Schaden genommen. Meine Bauchtrommel war umsonst. Und ich bin tot. Hä, was war das denn jetzt für eine Abfolge? Das war totaler Quatsch jetzt. Hä? Der sollte erst... Ja, hä? Der hat noch gar nicht mal Schaden. Was? Warum? Hä? Okay, ich glaube, ich habe zu lange gewartet oder so. Der hebt immer in der dritten Runde auf. Das war die erste. Weil er bei 85% oder 80% immer macht. Er war bei 0%. Er war bei 100% Leben. Das war die erste Runde. Er hatte 100% Leben. Beast, du bist ein Macholo. Zeit, nicht Leben. Achso, Zeit. Ja, eben. Okay, genau. Das meine ich. Wahrscheinlich muss ich schneller machen. Ich hab schon wieder gewartet. Hey Dave. JP, du bist ein Phlegmon. Hier ist gestern ein Shiny Mew mit Metronom-Explosion in die Luft gejagt. Wie? Wo? Wo ist dir das passiert? Das hört sich ja schrecklich an. Ich habe mir Final Fantasy 7 auch schon runtergeladen. Ich glaube, ich kann es heute spielen, oder? Hab schon viel gesehen, das ist mega geil. Aber ich habe die 150 GB auch schon runtergeladen. Das Update ging ewig. Update? Gab's schon ein Update? Achso, warte mal, du hast es doch physisch gekriegt. Moment mal, warum musstest du physisch überhaupt was runterladen? Muss man Part 1 davon gespielt haben? Ja. Das Remake musst du gespielt haben, ja. Das Mew in Smaragd kann Metronom und es hat bei dir Explosion gemacht. Oh, krass, krass, krass. Das tut weh. Der wievielte Reset war es? Spielst du on Stream? Ja, nachts. So, bis jetzt sieht's gut aus. Aber wir haben kein Grasfeld dieses Mal. Gefährlich jetzt. Du bist der Einzige, der Final Fantasy VII Rebirth generell FF nicht so mag? Nö, du bist nicht der Einzige. Du magst halt keine RPGs dann. Keine einfach... Gott, das wird zu wenig heilen. Aber jetzt sollte ich bitte überleben. Wo kam die Heilung her? Muschelglocke. Naja. Okay, jetzt sollte ich Terrasame Bombe. Jetzt sind wir, glaube ich, sicher. 763. Okay, da kannst du ja direkt weitermachen. Du musstest über 100 GB Dateien runterladen. Die eine Disk war ja nur eine Data-Disk.
Das heißt, du kaufst dir das Spiel und musst trotzdem noch 100 GB runterladen, obwohl sie damit angeben, dass das Spiel auf zwei DVDs ist. Jetzt, das ist ja noch mehr Quatsch. Also ich liebe Final Fantasy, aber allein, dass sie damit angegeben haben, dass das Spiel auf zwei DVDs ist, ist schon peinlich, finde ich, weil damit kann man nicht angeben. Und wenn du auch noch dann zwei DVDs hast, oder zwei Blu-Rays, nicht ja DVDs, wenn du dann zwei Blu-Rays hast und dann musst du trotzdem 100 GB runterladen. Ich habe gestern 150 GB runtergeladen. Also warum musst du mit zwei Blu-Rays 100 GB runterladen? So ein Quatsch. Jay Gamer, du bist ein Evoli. Ein Game auf 3 bis 4 Spiele zu strecken, ist halt Kommerz. Hä? Machen sie doch gar nicht, was meinst du? Wahrscheinlich ist auf den Blu-Rays ist so ein 70 GB Downloader drauf. Das ist echt eine Frechheit. Das ist echt krass. Ich hätte gedacht, du legst eine Blu-Ray ein und dann irgendwann bei der Hälfte des Spiels sagst, bitte legen sie die zweite ein. Also, ich kann verstehen, dass man denkt, dass Square Enix da so eine Cash-Cow draus macht. Und ja, Final Fantasy VII ist eine Cash-Cow. Es ist von den Final Fantasy-Teilen der Teil mit den meisten Ablegern. Aber ich finde nicht, dass Final Fantasy VII Remake eine Cash-Cow ist. Also, es ist eine Cash-Cow, aber es ist nicht... ich finde, es ist nicht schlimm, wenn das Spiel dafür genial ist. Und du musst verstehen, dass das Geniale ist daran, dass das Remake heißt Remake, weil es ein Remake ist. Und da haben sie sehr viel hinzugefügt an Lore, die es vorher nicht gab. Und dann auf einmal jetzt checkt man, der nächste Teil ist nicht mehr Remake, sondern ist einfach a Rebirth. Weil im Remake die Story ist, dass sie verstehen, dass alles vorprogrammiert ist, was ihnen passiert, das Schicksal. Und dann brechen sie daraus aus. Das heißt, alles, was jetzt passiert, ist nicht mehr ein Remake, sondern Rebirth. Weil alles, was im normalen Final Fantasy VII passiert ist, muss jetzt nicht passieren, weil sie aus dem Schicksal ausgebrochen sind. Und jetzt wird alles neu geschrieben. Das heißt, es ist noch nicht mal ein Remake. Das heißt, wenn du denkst, ah, die haben ein, wie das Hobbit-Buch, die haben ein Hobbit-Buch, was sie jetzt auf 3 Filme ausbreiten. Nein, das machen sie noch nicht mal. Sie haben ein Hobbit-Buch und schreiben ein alternatives Universum dazu, was riesig wird und vor allem halt die das Original kennen, sowas von überraschen wird hoffentlich, weil du denkst, what, aber hier sollte eigentlich das passieren, aber es passiert das, weil sie haben die Vergangenheit geändert und es wird mega geil. Fangen. Deswegen, ich finde nicht, dass es einfach, also natürlich drucken die Geld mit Final Fantasy VII, aber dann hätten sie einfach ein Remake gemacht und in 3 Teile aufgeteilt. Aber das haben sie eben nicht gemacht. Also gibt es Final Fantasy keinen äquivalenten Moira? Die Moiren gibt's nicht wirklich im Original, nee. Das sind eben diese Schicksalsviecher. Keine Ahnung, ich check's auch nicht so ganz. Kev, du bist ein Suicune. Ja, das gibt's nicht mehr. Du musst normalerweise bei der Installation die Disk wechseln und spielst dann nur mit einer, sobald die Daten auf dem internen Speicher sind. Was auch geil ist, weil ein Vorteil von einer tatsächlichen physischen Disk ist ja, dass du es auf der Disk hast und nicht extra deine Festplatte vollladen musst mit Zeug. Ich habe jetzt 150 GB runtergeladen. Ich muss extra ein Spiel löschen, dass 150 GB draufpassen. Und ihr sagt jetzt, dass ihr trotz der Installations-CD trotzdem auch mindestens 100 GB drauf habt auf eurem System. Die sollten doch eigentlich auf der CD sein, die abgelesen wird. Aber ja, ich schwöre auf meine digitalen Käufe, ich habe gar keinen Drang mehr, irgendwas physisch zu besitzen. Ich finde es
Vor allem, ja, was habt ihr für einen Vorteil? Außer, dass ihr das Spiel tatsächlich besitzt. Aber hey, was ist schon Besitz heutzutage? Muss auch regelmäßig Spiele löschen. Ich nicht. Ich kam eigentlich ganz gut damit aus. Ich hatte irgendwie 12 Spiele da die ganze Zeit drauf jetzt. Und jetzt musste ich mal eins löschen. Weil 150 GB ist halt aber auch krank. Und da ist es, der Frosch. Luxus, 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 Mew ist im Pokéball, Luxus, 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 Meisterball Mew, Luxus, 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 und hier kommt jetzt das Problem. Admorai Luxus, Silvaro Luxus, Pikachu habe ich im Quickball gefangen. Warum habe ich das gemacht? Weil es blau und gelb ist wegen Surfer? Ah, passt schon. Quajutsu, Luxus und Liberlo und Glurak im Premierball. Und die beiden würde ich gerne ersetzen. Aber sie haben ja nach der Pokémon oder in der Pokémon Presents gezeigt, dass Glurak wiederkommt, aber du wirst es nicht nochmal fangen können. Ja, ich werde es nochmal fangen können, aber nicht mit meiner OT Lea. Die alle sind ja hier OT Lea im Luxusball. Das heißt, Glurak kann ich jetzt nur nachfangen mit meiner OT Leo. deswegen, ich überlege, ich werde es machen, aber... Es stresst. Ich krieg's einfach nicht perfekt hin. Da habe ich noch nicht so drauf geachtet mit meinem Perfektionismus. Ja, du auch nicht. Immer diese Gender-Probleme, ja. Aber lieber ein Leo Glurak im Premierball als ein Glurak im Premierball. Luxus, Premier, ihr wisst schon. Okay, Bisaflor abgehakt, wir haben sogar Gewürze gekriegt, aber ehrlich gesagt, der Raid ist jetzt nicht unbedingt geschenkt. Er ist geschenkt, wenn man wahrscheinlich zu zweit ist. Ich muss es jetzt... Ich dachte, vielleicht grinden wir ein bisschen, aber... Hallo, Koakuma! Physische Spiele habe ich oft schon deutlich günstiger bekommen als digitale. Zum Beispiel im PlayStation Store 30 Euro mehr als bei Amazon. God of War? Gohan, Gotrom. Was ist Govr? Geschriebene Geschichte, dankeschön. Du bist schon die zweite Person, die das heute sagt mit den Videos. Die habe ich seit einem Jahr aufgehört zu machen. Ich mache inzwischen ganz andere Videos, die mir viel mehr Spaß machen. Aber vielen, vielen Dank für deinen Lob. Ragnarök. Ja, aber dann wird da doch stehen God of War. Ach so, God of War. Ragnar. Oh Gott, ich bin dumm. Ja, ja. Ich weiß, ein paar Sachen findet man günstiger, vor allem ja gebraucht. Ich kann digitale Spiele nicht wirklich gebraucht kaufen. Aber... Wie weit muss ich mich setzen? Sau weit. Du hast halt erstes Thema zu Ende. Trotzdem, also dieses Preisding, man kriegt schneller günstiger Spiele, auf jeden Fall. Also du findest schneller bei irgendeinem Shop oder gebraucht auf eBay ein Spiel physisch. Aber dafür, wenn du nur ein halbes Jahr oder ein Jahr spätestens wartest, gibt es in diesen ganzen digitalen hier Rabattaktionen und der Rabattmärz und hier Summer Sale und was nicht alles, gibt es all die digitalen Spiele hinterhergeworfen für noch weniger, als du sie physisch kaufen würdest. Also im Endeffekt deswegen, da ich bei den Spielen immer keinen Drang habe, sie sofort zu spielen, außer jetzt bei Final Fantasy zum Beispiel, wo ich jetzt 100 Euro für ausgegeben habe, weil ich musste natürlich die S-Pass kaufen, 100 Euro. Aber hey, für 150 GB, da zahlt man 1,50 Euro pro Gigabyte. Nee, stimmt das? Ja, oder? Da zahlt man 1,50 Euro pro Gigabyte. Dann geht's wieder. Aber ansonsten warte ich immer ewig und dann kaufe ich halt digital einen Witcher 3 für 15 Euro.
Oder ein God of War Ragnarok wird es in einem halben Jahr auch, ich glaube, jetzt habe ich es erst gesehen, für 30 Euro auch im PlayStation Store gerade. Nein, du bekommst für 1 Euro ein 1,5 Gigabyte. Korrekt, stimmt. Ich mag so eine schicke Hülle zu besitzen. Ich mag es halt nicht, weil ich keinen Platz dafür habe. Ich weiß nicht, wo ich die Spiele hinstellen soll. Ich habe in dieser Wohnung so wenig Platz. Ich muss mir echt immer überlegen, was ich kaufe, weil ich keinen Platz habe, es unterzubringen. Und mein größter Vorteil, weswegen ich digitale Spiele kaufe, ich kann einfach zwischen denen hin und her switchen und ich muss kein Spiel aus dem Regal rausholen. Du hast halt Content gemacht, der Bestand hat, so muss das. Dankeschön. Ein paar davon sind Evergreens, würde ich sagen. Also Evergreens ist Content, der immer wichtig ist und nicht trendbasiert. Ein paar Evergreen-Videos habe ich gemacht. Aber ich glaube, der Kanal bringt mir im Monat 50 Euro an Geld. Okay, wollt ihr meine coolen neuen Receiver sehen? Wahrscheinlich nicht. Und Fabian, sorry, dankeschön für 3 Monate. Dankeschön. Aber beides zu nutzen geht mir dann wieder gegen den Strich, weil dann habe ich manche Spiele, die digital sind und manche Spiele, die ich physisch habe. Und da, das geht dann so gegen meinen Ordnungsfimmel, dass alles gleich sein muss. Bei Pokémon hole ich mir die Spiele einmal digital und physisch für die Sammlung. Physisch hole ich sie mir nur, weil es sie nicht in digital gibt, also die alten halt. Aber X zum Beispiel habe ich digital. So Leute, gebt euch das. Ich habe heute ein Patreon hochgeladen. Ich habe heute ein Patreon hochgeladen, wo ich gezeigt habe, ganz genau, was ich hier Neues habe. Das ist gestern angekommen. Postbote hat mich aufgeweckt. Und heute auf Patreon habe ich das hier zusammengelötet. Über meine Augen am besten. So. Habe ich das hier zusammengelötet. Und das ist eins von den besseren, wie man hier sieht. Es ist ganz gut geworden. Aber heute auf Patreon habe ich eins gemacht. Das ist geschlachtet. Ich habe die Kabel. Oh mein Gott, wie das aussieht. Warte mal, ist das. Ich glaube, das ist das hier. Ich glaube, es ist das hier. Oh mein Gott, wie geschlachtet habe ich die Kabel hier. aber es funktioniert. Und zwar sind das GameCube Receiver. Also hier. Alter. Ich habe das alles selber gekauft. Okay, warte, ich fange von vorne an. Im Moment benutze ich Blue Retro, habe ich Blue Retro benutzt, was 20 Euro kostet. Und da gab es ja Fehler. Es läuft nicht perfekt. Es ist ein Open Source Ding und der Typ hat es mir sogar extra ein bisschen umprogrammiert, dass es besser läuft für Shiny Hunden gleichzeitig und so. Aber es hatte trotzdem immer kleine Ruckler drin und ist mal stehen geblieben und was nicht alles. Und dann kam hier eines Tages hier der liebe Oliver MKP an und hat gesagt, hey, da gibt es von Inside Gadgets ein tolles Produkt. Es ist nur leider ausverkauft. Und habe ich mir den Newsletter geholt, sodass ich sofort weiß, wenn diese Dinger nicht mehr ausverkauft sind. Und habe ich aber gesehen vor kurzem, hey, ich kann mir anscheinend auch die Einzelteile kaufen bei Inside Gadgets und die einfach selber zusammenlöten hier. Das heißt, man kauft sich einfach GameCube-Kabel und dieses Ding von Inside Gadgets und dann lötet man das hier dran. Und jetzt 2 Wochen später ist das endlich angekommen, weil der in Australien lebt. Und jetzt konnte ich das zusammenlöten. Lustigerweise vor 2 Tagen kam der Newsletter, dass man die auch jetzt zusammengebaut kaufen kann wieder von ihm. Aber dann ist es ein bisschen teurer, weil er es natürlich selber zusammenbaut. Das heißt, ich habe 4 Stück von diesen Dingern jetzt zusammengelötet. 1 davon habe ich eben auf Patreon gemacht. Und das ist so das Level an Löten, womit ich auch Probleme trotzdem habe, aber es auf jeden Fall hinkriege, weil es eben einfach wirklich nicht schwer ist. Und ich sag's nochmal, eine Batterie aus einem Gen 1, 2 oder 3 Spiel zu tauschen, ist noch einfacher als das hier. Also wollt ihr eure Batterien tauschen in euren Gameboy Spielen, kauft euch für 10 Euro einen Lötkolben und macht es selber. Es ist noch einfacher als das hier. Was macht man damit?
Die steckt man in Gamecubes rein. Klick, klick, klick. Hallo Javen. Dankeschön für den Raid. Dankeschön, hallo. Und zusätzlich kauft man sich dann noch ein Game Boy Advanced Spiel. Und das ist eben auch von Inside Gadgets. Und das hier ist ein Spiel, was tatsächlich schwer reingeht, komischerweise. Es ist sehr passgenau. Und wenn man jetzt den Game Boy Advanced anmacht, dann startet ganz einfach diese Software, die da drauf ist. Und jetzt ist dieser Game Boy Advanced ein Controller, der diese Receiver, die ich gebaut habe, zusammengeschweißt habe, steuert. Das heißt, ich kann jetzt meine GameCube steuern mit diesem Game Boy Advanced. Oder SNES oder N64 oder NES. Die Dinger kann man überall anschließen, wenn man den richtigen Adapter halt dran macht. Und davon habe ich 4. Das heißt, ich kann jetzt mit diesem Game Boy Advanced 4 GameCube steuern. Und weil das ein Game Boy Advanced Spiel ist, kann ich dieses Game Boy Advanced Spiel auch in meinen DS reinstecken. Das heißt, sollte die Batterie hier leer gehen und es ist nervig, kann ich einfach das in meinen DS reinstecken und es geht ganz genauso. Nur beim DS leider sind die Tasten anders. Beim DS sind Start und Select hier drüben. Und dann ist es super schwer, Soft Reset zu machen. Weil Soft Reset bei Gen 3 Spielen macht man mit A, B, Start und Select. Und wenn Start und Select hier sind, kann man kaum diese 4 Tasten drücken. Dann muss man so machen, ist super dumm. Deswegen mache ich es lieber mit dem hier. Aber dem ist halt das Problem, irgendwann sind die Batterien vielleicht leer. Und dann muss man halt neue Batterien reintun. Ja. Zusätzlich hatte ich da ein anderes Problem, was ganz lustig ist. Also alle meine 4 Gamecubes sind gemoddet, dass ich Homebrew drauf habe, also dass ich die Spiele schneller starten kann, sicherer starten kann, Backups machen kann und so weiter. Und um ein Homebrew zu starten auf einer Gamecube, gibt es viele verschiedene Möglichkeiten. Die leichteste ist, dass man ein Spiel benutzt, dass man hackt und mit dem Spiel kommt man dann in die Homebrew rein. Und 3 von meinen Gamecubes brauchen das. Und ich habe zum Glück genau 3 Spiele gehabt, die diesen Hack haben können. Smash Bros., Wind Waker und James Bond. Und James Bond am Anfang im Menü kann man nur steuern mit einem Joystick. Wenn man also ein D-Pad hat, kann man James Bond nicht steuern. Das heißt, ich sitze da und kann James Bond, ich komme nicht in die GameCube rein, weil ich damit nicht James Bond steuern kann. Dann habe ich die Liste durchgeguckt an all den Spielen, die noch funktionieren zum Hacken, um da reinzukommen. Mit SP funktioniert das auch? Ja, natürlich. Und unter all den Spielen, die ich besitze, gibt es noch ein einziges, ein sehr peinliches Spiel, das auch funktioniert, um in den Hack reinzukommen. Und das ist BMX XXX. Was ich damals als, ich weiß nicht mehr, wie alt ich war, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass meine Eltern mir das gekauft haben, weil es ist ein Tony Hawk Spiel, nur mit BMX Rädern, aber zusätzlich ist es XXX, das heißt, alle sind nackig. Nicht alle, aber das sind halt heiße Mädels. Und dieses Spiel ist auf Twitch gebannt. Also ich darf das Spiel auf Twitch nicht zeigen, weil, naja, XXX, Sexspiel. Aber ich brauche das Spiel, also permanent ausgeliehen. Nee, ich habe das gekauft. Ich weiß noch, wie ich es gekauft habe. Ich weiß nicht mehr, ob, ich glaube einfach, meine Mutter hat nicht aufgepasst oder es war ihr egal. Es war ihr wahrscheinlich egal. Ich glaube nicht, dass ich schon 18 war und es selber gekauft habe, weil das mit 18 zu kaufen wäre wiederum noch peinlicher. Ich weiß auch, dass ich es im Mediamarkt oder im Saturn oder so gesehen habe und da gekauft habe. Ich weiß nicht mehr, ob ich alleine war. Also ich muss das benutzen, weil das ist das einzige Spiel, was ich noch habe, das ich mit einem Game Boy Advance steuern kann. Das heißt, und dann dachte ich mir, okay, ist ja kein Problem, ne? Wir müssen ja einfach nur ins Menü und im Menü switcht es dann sofort auf die GameCube. Leider hat dieses Spiel eine Intro-Cutscene.
wo eine echte, noch nicht mal animierte, sondern eine echte Madame dasteht, die, naja, Bubas. Hoho. Gewaltig. Das heißt, ich lebe jetzt gefährlich. Jedes Mal, wenn ich jetzt diese GameCube starte, darf ich nicht vergessen, dass ihr das nicht sehen dürft. Ich kann schnell genug durch das Intro durchskippen, sodass man nichts sieht. Aber wenn ich das vergesse, A zu spammen beim Intro, dann ist er erstmal so. Deswegen, wir leben am Limit. Aber solange ich dran denke, die Konsolen zu starten, während ihr das nicht seht, kann nichts passieren. Und selbst wenn, wir haben alle schon Schlimmeres gesehen als ein paar wunderschöne. Busen. Shrek, dankeschön für 5 Monate. Dankeschön. Genau, vielleicht dachte man, das Extreme, Extreme, Extreme BMX. Wer ist das Ding? BMX Triple X. Das ist einfach Tony Hawk, aber mit BMX-Rädern und es war sogar ziemlich schwer. Und du kannst halt nackte Charaktere steuern und überall sind nackte Menschen rum. Es ist einfach die Skater-Szene, nur mit Strippern außenrum überall. Ob heißt genau. Hab's gegoogelt. Es ist ein altes Spiel, es ist ein GameCube-Spiel, also da ist nichts. Aber da sind halt Cutscenes drin, die einfach echtes Filmmaterial sind. Es ist nicht schlimm, aber es steht auf der Liste von gebannten Spielen auf Twitch. Man darf das auf Twitch nicht spielen. Aber ich spiel's auch nicht. Ich starte mal die GameCubes. Und keiner hackt sich jetzt bitte in mein System und wechselt die Szene. Wie sehe ich jetzt das Spiel? Ohne es euch zu zeigen, ich habe Angst. Aber eigentlich sollte ich mich nur... Ah! Oh mein Gott! Aber das würdet ihr niemals erkennen, das ist viel zu klein. Das würdet ihr nie erkennen, das wäre ein Viertel von diesem Ding hier. So zwei... Das Mimikyu-Plüsch? Ja... Yeah. So, ich sollte, solange ich jetzt... Warte mal, erstens muss ich das neu starten und dabei Select gedrückt halten. Ich muss sowieso noch einige Sachen einstellen. Bleibt ihr alles unter uns? So, ich sollte... Warum hast du keins? Ich weiß es nicht. Ah, die Bubas sind schon lange weg. Ihr habt gar keine Chance. Ah, die Bubas sind schon weg. Ich kann es euch schon zeigen. Alles ist gut. So, und unten rechts ist noch, unten links ist noch Smash, da müssen wir noch raus. Hier petzt doch niemand. Schaut ihn euch an, wie er lächelt. Ich muss das Spiel mal wieder spielen. Aber es ist schwer, so ein BMX-Spiel mit einer Hand zu spielen, ist schon schwierig. Das war die wahre Herausforderung an dem Spiel. Hallo Phil. Bazinga. Ganz genau.
So, ich habe sogar eine eigene Quelle, ein eigenes Overlay gebaut für Deoxys, aber es gefällt mir noch nicht so. Das war das Einzige, was ich auf die Schnelle hingekriegt habe. Und es gibt ein Problem, was ich noch habe. Ich glaube nämlich, rechts oben, das Spiel resettet nicht. Alle anderen resetten. Es liegt daran, dass ich rechts oben, was das Spiel, das risikoreiche Spiel ist, dass das noch die falsche Hotkeys hat. Sollte auch das rechts oben funktionieren. Bam. Alle vier gleichzeitig resetten. Und dann sind wir hier. Und da oben ist nicht so perfekt. So, sieht das alles gleich aus? So ziemlich, oder? Das eine Bisaflor stört. Bisaflor verfolgt uns. So, was mache ich da oben hin? Die Game Boy Advance ist so Querformat, so ein krasses Querformat. Was mache ich denn da oben hin? So ein dummi Miesel, was einfach 100 Teile hat. Ist der Balken oben bewusst so groß? Nee, was soll ich da hin tun? Was soll ich da hin tun? Dieser Flo braucht auch Liebe. He's doing his best. Ja. Hallo Tim, 4444444444444. Was ist die Strat bei Bisaflor? Hallo Mauri, ich habe es mit Brigaron gemacht, solo. Verteile es mittig. Nee, und dann ist oben und unten fehlt was. Hallo Ferret. Ich habe es mit Brigaron gemacht. Schau dir die Taktik von... Die Taktik hat jeder ein YouTube-Video drüber gemacht. Schau dir zum Beispiel Austin Johns Video an. Der sagt, wie du das Brigaron trainieren musst. Ist nicht schwer. Ich habe es First Try geschafft. Dann habe ich es nochmal probiert, weil ich natürlich wieder davongelaufen bin, ohne es zu fangen. Und dann habe ich es beim dritten Mal wieder geschafft. Ich könnte wieder, weil wir in Gen 3 sind, könnte ich wieder das hier hin machen. Kennt ihr das noch? Oh. Aber es ist zu klein. Ah, er ist zu klein, er ist zu groß. So. Einfach den Kopf abschneiden. Sehr gut, oder? Und schon hat man die Leere gefüllt mit einem... Wie heißt er eigentlich? Gibt es offiziellen Dawn? Nee, das ist Gen 4. Dawn und... Dusk? Nee. Alle Deoxys-Form oben hin. Mm-mm. Brix. Der heißt Brix, ernsthaft? So ein dummer Name? Das ist der offizielle Name von dem? Brix? Nee. Gefällt mir nicht. Nächster Name. Jetzt radelt er da oben, der Brix. Ich finde, so geht's sogar. So ist sogar machbar.
Was ist denn mein Spirit-Pokémon? Das weiß nur das liebe Arceus. Ist aber extrem, wie er da mit seinem BMX radelt. Und so sind wir wieder beim Thema. Wollt ihr es sehen? Ich muss nur auf Reset drücken auf der GameCube. Sophie, du bist ein Brimova wird zu Brim. Ich glaube, es ist sogar Brimova, oder? Und das davor heißt anders. Eins von den Brims. Mauri, du bist ein Christina Aguilusa. Okay, gut, wenn das Video einfach aufhört. Auf jeden Fall. Und jetzt können wir... Ich werde es noch ändern, das Overlay. Mir ist nur bisher auf die Schnelle nichts eingefallen, was ich da oben hinpacke oder wie ich das aufteile. Aber im Endeffekt muss ich irgendwie irgendwas hinmachen. Ich kann es aber in die Mitte schieben, aber ist auch blöd. Brandon. Aguilusa. Du bist Christina Aguilusa. In einer halben Stunde kann ich meinen New 3DS XL abholen. Warum eine halbe Stunde? Warum wartest du so lang? Er muss doch jetzt. Okay, warte, ich habe aber noch keinen Counter. Aber den Counter habe ich, keine Angst. Wir müssen nur herholen. Ich habe heute schon an die 8 Stück gesehen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und die Zahl ist ein bisschen klein, oder? Warum ist diese Zahl so klein? Die ist so klein, damit sie sechsstellig werden kann. Und schon kann ich hier einfach A spammen, dann muss man leider B spammen. A spammen. Und lustigerweise ist auch, dass das Deutsche langsamer ist, oder? Ist das Deutsche langsamer? Das Japanische ist NTSC. Das heißt, es hat ein Frame mehr. 25 anstatt 24. Das heißt, es ist schneller. Da können wir einfach resetten. 1, 2, 3, 4. Und das geht so viel schneller als Entei. Ah. Das wolltest du gerade schreiben, dass es NTSC ist. Die wird siebenstellig. 1 Million. Gab es jemals schon eine Shiny Hand, die 1 Million ging? Wahrscheinlich. Irgendwie so ein 1% Safari-Ding. So, jetzt muss ich aber... Irgendwann muss ich noch das Auto Shiny counten lassen. Weil hier werde ich, glaube ich, nicht failen. Ich glaube, A-Spam geht sogar schneller, als zwischendrin B zu drücken. Mal sehen, ob ich die 200 bei Arceus erreiche. Viel fehlt nicht mehr. Du meinst 200 Stunden. 200 Stunden. Jemine. Wieso 3 japanische Games? Dachte, du willst alle in Deutsch oder ist dir das beim Shiny egal? Das ist mir jetzt beim Shiny egal, weil es einfach zu teuer wäre, 4 Spiele davon zu kaufen. Und so, ich meine, die 3 Spiele, die 3 japanischen, haben jeweils 30 gekostet. Da gibt es so einen Laden, also gibt es so einen Online-Store halt, wo ich die gekauft habe. 1, 2, 3, 4. Und wenn ich die original auf Deutsch gekauft hätte, also original sind sie, aber halt wirklich auf Deutsch gekauft hätte, oh mein Gott. Dann wären es halt nicht 30 Euro gewesen, dann wäre es halt nicht 90 Euro gewesen, sondern 300 Euro. Aber ich überlege gerade, ob das Team, was ich hier habe, ich überhaupt will. Ich denke nämlich die ganze Zeit, das Mewtwo ist shiny, aber das ist nur der Meisterball, der diese Animation macht. Das ist gar nicht shiny. Ich dachte mir gerade, hey, Mewtwo? Warum hat es diesen Ring? Aber es ist ein ganz normales. 30 pro Game oder insgesamt? 30 pro Game natürlich.
Auch wenn sie japanisch sind, so günstig sind die auch nicht. Also ein englisches Fire Red habe ich noch bei mir rumliegen zum Verstauben. Dann staub's mal ab. Leg's ein. Er macht erst die Paketstation auf. Ich muss aufpassen, dass ich hier Stopp mache und dann... Es ist echt krass, wie das Deutsche langsamer ist. Obwohl es nur ein Frame ist, oder? Es ist doch 24 auf 25 Frames. Das ist doch kaum Unterschied, aber ein Frame macht was aus. Ich habe zwei deutsche Feuerrot und zwei deutsche und Blattgrün und je eine auf Japanisch. Nice. Ich müsste den Titel von diesem Stream noch ändern, glaube ich. Auf was für ein Spiel gehen wir hier? Smaragd? Weil es beliebter ist? Nee. Ich brauche eigentlich noch ein Smaragd auf Deutsch, aber es ist so teuer. Yep. Deswegen Japanisch. Aber warum willst du ein deutsches Smaragd? Einfach so oder willst du spielen? Für die Sammlung oder für den Spielgenuss? Ja, Hardgold ist auch teuer. Pokémon XD, das ist teuer. Auch, geht auch bei 200 Euro los. Und das will ich einfach nur mal irgendwann spielen. Aber zum Glück, der liebe JJ will mir seins schicken. Pokémon XD, Gale of Darkness. Auf Deutsch, Finsternis, Schlund der Finsternis, nee. Die Zeit der Finsternis. Was war nochmal? Gale? Der dunkle Sturm. Ah ja, genau. Gale, der dunkle Sturm. Heißt Gale, aber Gale ist doch eher so der Abgrund der Dunkelheit oder so. Finsternis überall mir. Das ist Ranger, ne? Ist das Ranger oder Dungeon? Wie fandest du gestern den Pokémon Day? Das war nicht gestern, das war vorgestern. Sehr, sehr gut fand ich den Pokémon Day. Vor allem hauptsächlich, weil all die Leute, die sich Schwarz und Weiß gewünscht haben oder Gen 2 gewünscht haben, wurden enttäuscht. Das hat mir am meisten gefallen. Nicht, weil ich das nicht auch gewollt hätte, sondern einfach nur, weil Leute sich schon wieder zu sehr auf etwas fixiert haben, was nie die Rede war, dass es überhaupt kommt. Deswegen war dieser Pokémon Day extra geil. Weil all die dummen Gerüchte und Leaker eines Besseren bewiesen wurden. Und hat es irgendwelche Auswirkungen auf sie? Nein. Du willst eine Switch mit Bluescreen für 50 Euro? Was heißt das? Ist die dann modbar oder was? Gott ey, so schnell wie das hier geht, habe ich Angst, dass ich Deoxys skippe. Ich habe letztens erst einen Fail, glaube ich, gesehen von Deoxys. Ich glaube, es war Deoxys, wo einer auf Twitch geredet hat und dann kam Deoxys und klick, 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 klick und weg war es wieder. Aber es ist schnell gedrückt, diese vier Tasten. Ich habe vorhin ein Video gesehen, wo wer über Gen 6 spekuliert hat, vor 3 Tagen. Ich meine, bei der Masse an Leuten, die spekulieren, ist klar, dass irgendjemand gesagt hat X. Aber bestimmt niemand hat gesagt Pokémon Legends Z bis A. Weil wer das gesagt hätte, der hätte was gewusst. Aber niemand hat es gesagt, glaube ich. Niemand. Gehen wir heute auf die Odds. Oh,
Das geht so schnell, wahrscheinlich. 1, 2, 3, 4. Ist ja gar kein Shiny-Hunt mehr hier. Das ist ja einfach nur noch warten. Nee, ich finde auch... Einen Moment. Erstmal ist wieder krass, was Leute reininterpretieren. Einfach, es war schlimm davor, wie Leute einfach Sachen sich erhoffen und dann Sachen ausdenken, die passieren sollen. Und kaum wird angekündigt, was tatsächlich kommt, kommen genauso die dümmsten Vorhersagen ever. Ich raff's nicht. Wie können Leute erstens behaupten, dass Schwarz und Weiß übersprungen wird? Hä? Wie können Leute behaupten, dass das ein Remake ist? Hä? Wie können Leute... Also was ja wirklich stark die Meinung ist über Z bis A, dass es in der Zukunft spielt. Und das sehe ich halt gar nicht. Warum sehe... Ich weiß, ich habe auch instinktiv zuerst am Anfang gesagt, oh, blaue Linien, sieht aus wie Matrix, das muss in der Zukunft spielen. Aber wenn man doch noch nur einmal drüber nachdenkt, ist doch klar, dass das nicht in der Zukunft spielt. Aber alle gehen davon aus. Aber vielleicht irre ich mich auch und es wird in der Zukunft spielen, aber irgendwie, da unten ist noch ein Fehler. Irgendwie kann ich es mir nicht vorstellen, dass es in der Zukunft spielen wird. Was sind denn da die Anzeichen für, bitte? Ja, und dass sie nicht daraus lernen, sondern gleich wieder Sachen ausdenken, ja. Was aber anscheinend jetzt bestätigt ist, dass das Spiel nur... Ich verstehe aber auch nicht, wie das bestätigt ist. Wie kann jemand schreiben, es ist bestätigt, dass das Spiel nur in Illumina City spielt? Wo? Gab es irgendeine Pressekonferenz, wo Nintendo das gesagt hat? Steht auf der Website, dass das exklusiv nur in Illumina City spielen wird? Ich glaube nicht. Auf der Website steht eine Story in Illumina City. Es kann echt gut sein. Aber dann bin ich echt so ein bisschen so... Hä? Wie soll ein komplettes Pokémon-Spiel in Illumina City spielen? Das würde ja bedeuten, dass es wirklich sowas ist wie Detektiv Pikachu. Oder tatsächlich ein Aufbauspiel, wo man die Stadt aufbaut. Weil wo soll ich denn wilde Pokémon fangen, wenn es in der Stadt nur spielt? Vielleicht, klar, kann man auch Pokémon in der wilden Stadt fangen, oder wilde Pokémon in der Stadt fangen, aber ich hoffe halt, Illumina City ist Jubelstadt und außenrum gibt es immer noch 4, 5 Instanzen, die man besuchen kann, um Pokémon zu fangen. Wenn es nur in Illumina City spielt, wonach es tatsächlich aussieht, dann habe ich echt Bedenken, dass das ein Pokémon-Collector-Spiel wird. Pokémon Reborn hat gut bewiesen, dass das geht. Hä? Achso, dass man Pokémon fangen kann in der Stadt, ja. Aber Pokémon Reborn hat alles. Das ist ja nicht nur eine Stadt. Nintendo of America hat das gepostet. Hast du das gerade zur Hand? Was genau haben die gepostet? Welchen Wortlaut? Ein Spiel, das in Illumina City spielt. Das heißt nicht, dass das nur in Illumina City spielt. Weil ja, das steht überall. Ein neues Pokémon-Spiel, das nur in Illumina... Ein neues Pokémon-Spiel, das in Illumina City spielt. Set entirely within Lumia City. Ja, ne, das ist dann bedenklich. Da denke ich mir, was soll denn in der Stadt, was sollen wir denn da anrichten können? Ich meine, die Stadt ist groß, aber sie ist nicht ein ganzes Spiel groß. Und das entirely heißt, dass es da ist, ja. Aber ich kann es mir irgendwie so schwer vorstellen. Aber ich bin gespannt, was sie daraus machen. Aber ich fände es schade, wenn es nicht um Pokémon fangen geht. Sondern, ich weiß nicht. Vielleicht geht es um was auch Cooles. Aber wenn es nur in der Stadt ist, ist es vielleicht nur Kämpfen. Weil in Städten kämpft man meistens bloß. Fange alle Pokémon und siedle sie um, damit wir dort bauen können. Oder fange Pokémon, mit denen Hilfe wir bauen können. Gäbe schon Möglichkeiten? Ja, ja, aber wo fängst du die Pokémon, wenn es nur in der Stadt spielt? Und auch wenn es wirklich nur in der Stadt spielt, ich meine, es kann schon genug Content sein, die ganze Stadt. Ich meine, dann gibt es dann
Da gibt es dann Höhe, da gibt es dann, keine Ahnung, Tunnel, Untergrund, der Turm, alles, verschiedene Stockwerte, alle Bäume, alle Häuser sind besuchbar und so weiter. Stadtpark maybe, genau. Die 400 Pokémon aus Pokémon XY, jetzt alle in einem Stadtpark. In der Stadt, um sie dann zum Beispiel umsiedeln zu können. Und dort kommen dann noch Häuser hin. Ja. Eine interessante Sache ist, dass der Wortlaut lautet ja Umbauplan. Also, dass es umgebaut wird. Wir gehen davon aus, dass es ja nach dem Krieg zerstört ist und du baust die Stadt aufs Neue auf. Rebuilding. Also, sie sagen ja Redevelopment oder Develop. Wir interpretieren da so viel rein. Ich habe nur Angst, dass es wirklich nur diese kleine Illumina City ist. Habe ich schon 100 gemacht? Ich habe schon 100 gemacht. Ich meine, es sind nur 25 Runden, die man machen muss, stimmt. Bye, Mauri, viel Spaß. Ich bin auf den nächsten Trailer oder ähnliches gespannt. Sie haben ja alle Möglichkeiten offen. Es könnte alles sein. Es kann vieles sein, ja. Ich hoffe, das Entirely heißt einfach nur, dass die Story komplett in Illumina City spielt, aber das heißt ja nicht, dass es nicht auch Instanzen gibt, zu denen man aus der Stadt rausgeht. Aber es ist schon interessant, dass es Illumina City ist und nicht zum Beispiel eben ein anderer Name für Carlos oder halt Carlos, sondern sie sagen ja wirklich Illumina City. Wie kommst du auf 103, wenn du in 4 Schritten gehst? Was? Was meinst du? Was für bei, ich bleibe hier. Jetzt essen, dann weiter verzweifelt, weil ich denke mal, wenn jemand isst, dann geht man. Aber okay, wenn dir nicht schlecht wird, während du hier zuschaust, dann iss, mi jung, iss. Wenn das Game in der Zukunft spielen könnte, wäre so eine Terra-Kuppel wie ein Capo nicht so abwegig. Ja, aber es ist ja keine Terra-Kuppel. Wir haben das ja gesehen. Die Stadt ist einfach eine Stadt, in der halt Leute und Pokémon leben, so wie halt in Carlos. Aber ja, es ist halt nur ein Trailer. Es kann halt einfach sein, dass es einfach... Entweder wir sind vor einer gebrochenen Stadt und müssen sie neu aufbauen, sodass Menschen und Pokémon dort leben können. Und das ist in der Vergangenheit. Oder wir stehen vor dem jetzigen Carlos und müssen die Stadt modernisieren für Pokémon. Was ich halt Quatsch finde, rein storytechnisch. Erstens wäre das langweilig. Und... die Stadt ist jetzt schon mit Pokémon. Also du bist doch in Illumina City rumgedüst und da haben Menschen und Pokémon zusammen gelebt. Es wäre so komisch zu sagen, weil das war halt auch die Story von Legends Arceus, dass Pokémon als wilde Monster gelten und du bist der Erste, der wirklich sagt, hey, wir können zusammenleben und dann baust du die Stadt in Jubelstadt, dann baust du Jubelstadt auf und die Pokémon fangen an, dort auch zu leben. Deswegen macht es für mich so viel mehr Sinn, eine Stadt neu aufzubauen, die dann zu unserer Illumina City wird, die wir kennen. Und Legends ist auch ein Begriff, der eher auf Vergangenheit, die Legenden von und sowas. Deswegen, ich verstehe, dass die Leute auf Zukunft kommen wegen dem blauen Look, was ich finde, hätten sie anders machen sollen. Aber das ist einfach nur Blaupapier, es ist einfach nur Blaupausen. Deswegen ist es blau. Sobald es schwarz-weiß gewesen wäre, hätte keiner mehr gesagt, oh, Zukunft. Aber dadurch, dass es so blau-neon ist, sagt jeder sofort, Zukunft. Aber storytechnisch und so logisch gesehen macht es eigentlich mehr Sinn, dass es Vergangenheit ist. Ich habe nicht drauf gerechnet. 1, 2, 3, 4. Außerdem hatte ich recht mit Gen 2. Hast du gesehen, wie viel Gen 2-Stuff da war? Ja. Mindestens 20 Incognitos. Du hattest 20 mal recht.
So, Switch gekauft. Aber warum hast du die gekauft? Hast du das gesagt? Warum hast du... Nee, die hat wohl einen Fehler und ist abgestürzt und zeigt deswegen nur Bluescreen an. Und du hoffst, dass du die reparieren kannst? Eine Switch? Wenn du recht hast, ist der Fehler easy zu beheben. Ah, okay, nice. Und wenn nicht, hast du halt 50 Euro ausgegeben. Z ist Zukunft, Leute, es ist obvious. Z ist auch in Pizza drin. Und Pizza sieht aus wie ein A. Und Z bis A, Pizza. Easy. Es kann auch sein, dass wir zwischen Zukunft und Vergangenheit die ganze Zeit hin und her wechseln oder halt reisen, was auch bei Z und A dann logisch wäre. Ne? Wir reisen von Z nach A, also entweder Vergangenheit nach Zukunft oder Zukunft nach Vergangenheit. Dass man die ganze Zeit hin und her switcht und sowas, klar. Aber ganz ehrlich, bei all dem, was wir uns immer ausgemalt haben, was sie zum Beispiel im DLC hätten machen können jetzt und sowas, wo all diese Theorien auch drin waren, ja, wir reisen dann da und dann geben wir die Zeitmaschine und dann finden wir die Professorin wieder und oh, das haben sie alles nicht gemacht. Also, glaube ich einfach, in der Zeit hin und her reisen die ganze Zeit, das ist, glaube ich, zu krass. Ich glaube, das ist zu aufwendig. Ich glaube, das machen sie nicht. Es wirkt zu ambitioniert, sagen wir es so. Z bis A ist Neuanfang. Ja. Was für mich auch Vergangenheit sagt. Aber die Frage ist dann, eine neue Gen oder wird es nur eine Erweiterung an Pokémon X und Y? Hä? Das ist Gen 9. Legends Z ist Gen 9. Das ist keine neue Gen und es ist auch kein Remake von XY. Es ist einfach ein weiteres Spiel im Universum, das in der Welt von XY spielt, also von Carlos. Das sieht halt, habe auch schon die wildesten Theorien gelesen, aber es wird eine Verbindung in die Zukunft und Vergangenheit geben. Dort trifft man dann Antiqua und Futurus und es erklärt die Entstehung des Kraters in Paldea. Man müsste jetzt alles sammeln an Theorien und dann sehen, wer recht hat und wer nicht. Ja. Stimmt, das habe ich auch gesehen, dass Leute das jetzt irgendwie vergleichen mit Storyteilen, die jetzt in Gen 9 aufgetreten sind. Von wegen der Schlund. Ja, das hatte ich auch gesehen. Aber ich dachte mir auch sofort, warum zieht ihr denn jetzt auf einmal Schlüsse zu Gen 9? Und dann, ja, dieses Symbol ist ein abgestürzter Meteoroid und der sieht aus wie Terrapagos und... Alter, es ist einfach Carlos, Illumina City und wir bauen die Stadt auf. Chill. Es muss nicht alles miteinander zusammenhängen. Meistens die ganzen Theorien oder meistens die ganzen Sachen, wie was zusammen... hält oder zusammengehört, ist meistens eh von Fans. Komplette Theorie. Und wird nie von Pokémon bestätigt. Bei Zelda gab es, dass sie es dann bestätigt haben, dass es so ist. Und ich glaube immer noch, und alle glauben, glaube ich, immer noch, dass die Zelda-Macher einfach die Theorie von den Fans genommen haben und dann gesagt haben, ja, hier, ihr hattet zufälligerweise recht. Mhm. Wir haben gar nicht abgeschaut, was ihr euch über Jahrzehnte überlegt habt. Nein. Das hat alles was miteinander zu tun gehabt. Ja. Wir haben nicht einfach Spiele veröffentlicht. Doch, es werden einfach nur Spiele veröffentlicht. Und wir versuchen da Verknüpfungen zu ziehen. Was auch funktioniert, weil du kannst überall Verknüpfungen ziehen. Warum es kein Gameplay gab? Na, weil das schrecklich ausgesehen hätte und sie haben dazugelernt zum Glück. Lieber so ein Trailer als ein Gameplay-Trailer, der uns direkt wieder, naja, traurig macht. Denkst du, es wird ein paar neue Vorentwicklungen geben, wie in Gen 4 zum Beispiel? Vorentwicklungen, müssten wir jetzt die Pokémon in Kalos durchgehen, was da eine Vorentwicklung verdient hätte. Aber ich glaube, es wird ein paar neue Mega-Entwicklungen geben und halt neue Regionen, regionale Pokémon. Weil Kalos hatte ja noch keine regionalen Pokémon. Alola waren die ersten, das heißt... Carlos könnte jetzt auch, quasi wenn es in der Vergangenheit oder Zukunft spielt,
Kann es auch regionale Formen geben, die noch nicht entdeckt wurden. Megalibeldra zum Beispiel. Alibeldra ist ja nicht mal Gen 6 oder so. Ich kann mir schon vorstellen, dass es entweder OG-Pokémon sind, sowas wie Libeldra, stimmt, oder halt Gen 6. Was für ein OG-Mon hat denn, oder was heißt OG, aber was für ein extrem beliebtes Pokémon hat denn keine Mega-Entwicklung? Libeldra, Relaxo, aber Relaxo hat Giga. Quaffaff könnte eine Vorentwicklung haben, ja. Das könnte eins verdient haben. So ein kleines, süßes Wollknäuel einfach. Mega Rockai, Mann. Das ist Gen 5, aber ja. Hat Evoli eine. Evoli hat Giga, aber kein Mega, ne. Aber dann müssten sie für alle Entwicklungen auch Mega machen, oder? Hallo Henriette, du bist heute ein... richtige Gen. Electek, aber falsches Pokémon. Das klappt so gut, Deoxys zu resetten. Oh mein Gott. Kein Wunder, dass jeder Shiny Deoxys hat. So einfach wie das ist. Ist ja nur ein fettes Setup, was ich mir über ein Jahr hin gebaut habe. Ich hoffe auf Vergangenheit. Ja, ich auch. Stimmt, Raikou, die Raubkatzen fürs Lieb. Okay, Gen 2, Mr. Mauri. Ein Pokémon wäre nice, wo alle Regionen zusammenhängen und bereist werden können. Das gibt's, das heißt Poké-MMO. Aber offiziell, glaube ich, wird's das nie, will ich nicht sagen, aber die nächsten 10 Jahre sicher nicht geben, dass sie ein Spiel machen, wo alle Regionen zu besuchen sind. Eine Kalos-Mega-Entwicklung wäre auch mal nötig. Gibt, glaube ich, keins aus Kalos, welche eine Mega hat. Keins? Ich, in meinem Kopf verschwimmen immer Gen 5 und Gen 6 Pokémon. Aber Gen 6... Echt? Aber nein, das kann doch nicht sein. Gen 6 hat doch Mega-Entwicklung eingeführt. Es muss doch Kalos Pokémon geben, die Mega-Entwicklung haben. Gen, denkst du, Ilvertal und Xerneas werden... Ilvertal und Xerneas werden neue Entwicklungen bekommen? Form. Kann ich mir gut vorstellen, ja. Vielleicht fusen sie mit Sigar zusammen oder sowas. Was ja man gesehen hat, wenn man ans Logo ranzoomt. Das finde ich cool, da kann man wirklich sagen, okay, das ist wahrscheinlich kein hier Gespenst. Kein Hirngespenst, sondern tatsächlich hat es eine Bedeutung, und zwar, dass das Minus zwischen A und Z ist auf der einen Seite rot und auf der anderen Seite blau. Wegen Ivertal und Xerneas. Quasi, du hast quasi das Grün in der Mitte und es ist umrandet von den anderen beiden Legis. Aber das ist jetzt nichts. Es ist ein cooles kleines Detail, was man wirklich nur sieht, wenn man extrem nah rangeht. Meeting stream. Unmuting Stream. Hallo! Ich hoffe, du bekommst bald 2 Deoxys. 2? Darf ich auch 3 kriegen? Aber 2 auf einmal wäre krank. Ich glaube, es gibt einen Clip, wo jemand in so einem Setup, in so einem Vierer-Setup, oder es glaube ich waren sogar. Ich glaube, es waren sogar mehr. Das ist ein 8er-Setup gewesen sein, wo jemand 2 Eevee-Tugs gekriegt hat. Es waren sogar 2 gleiche Pokémon. Ich glaube, es waren 2 Eevee-Tugs gleichzeitig in einem Screen. Das ist krank. Paul, du bist ein V-Senior. Und vielen Dank, Phil, für 1000 Bits. Dankeschön. Hier ist dein Zettel für die 1000 Bits. Danke, danke, danke. Und hier auch die 5 Subs, Phil. Danke dir. Vielen, vielen Dank.
Maximal 2,5, 3 verbiete ich. 2,5 wäre dann, wenn ich einen Shiny Fail mache, oder? Du hast ja auch 2 Evoli auf einmal gefunden in Kapu. Ja, aber die Wahrscheinlichkeit dafür war ziemlich hoch. Phil, vielen Dank. Quajutsu ist halt nicht... Achso, Quajutsu hat keine Mega, ne. Was habe ich verpasst? Wieso 3 japanische Spiele? Weil ich mir nicht 4 deutsche Spiele gönnen möchte. Das würde 400 Euro kosten. Japanische Spiele sind um einiges günstiger. Gibt's echt kein Kalosmon, das eine Mega-Entwicklung hat? Kann nicht sein. Diancie. Was ist mit diesem kleinen Schweinchen? Ist das Gen 5? Wer ist das nochmal? Dieses, was ein bisschen wie Chanera ist. Also dieses Schweinchen. Ordoch. Ordoch hat ein ziemlich elegant aussehendes Mega. Ist Ordoch nicht Gen 6? Und du bekommst du trotzdem auf Home? Klar, selbstverständlich. Das ist Gen 5. Ja, schau, die beiden. Wie können die Mega-Entwicklung in Gen 6 einführen und dann kriegt kein Gen 6 Pokémon außer ein mystisches einfach eine Mega-Entwicklung? Ist mir nie aufgefallen. Und Diancie ist ja noch nicht mal eine... Aber wir haben eine Chance, dass wir Diancie Shiny hatten können. Natürlich nicht. Natürlich nicht. Aber eine Chance, dass wenigstens Leute Diancie kriegen. Warum soll ich die japanischen nicht auf Home kriegen? Ich kann einfach, wenn ich jetzt ein Deoxys finde auf dem japanischen, kann ich das einfach übertragen auf mein deutsches. Und von dem deutschen Feuerrot kann ich es ganz einfach übertragen auf Home. Das ist ja wie in Gen 4, dass es keine Feuer-Pokémon gibt. Nur Gen 4 hat Feuer-Pokémon nicht eingeführt. Gen 6 hat Mega-Entwicklung eingeführt. Ich pack das nicht. Es muss doch eine Mega-Entwicklung geben von einem Gen 6-Pokémon. Das ist eine Unverschämtheit. So ein Fluet. So ein Mega-Fluet. Einfach so ein Baum. So ein Baum, was einfach eine riesige Fee umarmt. In dem Shop, wo du deine japanischen Spiele her hast, besteht da die Chance, Japanisch Stadium 1 und Grün mit Boxen zu bekommen? Ehrlich gesagt, ich weiß nicht mal mehr, wie der Shop hieß, wo ich die gekauft habe. Ich müsste in meinen E-Mails nachschauen, wegen so Kaufbestätigungen und so. Oder habe ich das hier? Ich habe es nicht gebookmarkt. Weiß ich nicht. Müsste ich jetzt nachforschen, was das für ein Laden war. Du kannst mich privat anschreiben. Und dann erinnerst du mich daran, dass ich in meinen E-Mails nachschaue. Ich glaube aber nicht. Ich glaube nicht, dass es so... Aber Pokémon Stadium 1... Pokémon Stadium 1... Das da. Mir ist gerade eingefallen. Ich hab das ja. Moment mal. Ich hab das ja sogar. Ist hier oben offen. Geht zu. Ich hab das ja da. Ach, und grün habe ich ja auch. Moment mal. Ich habe ja genau das, was du willst. Das habe ich aber ganz normal auf eBay gekauft und es war auch nicht so teuer. Viele vermuten ja auch, dass man Magiana in Z bis A antreffen wird, weil die Farben vom Logo die von Magiana haben. Okay. Grün. Oder welches? Magiana? Aber Magiana ist grau. Oder halt so Bronze. Kupfer. Wo ist denn im Logo des Legends, weil es so mal... Oh Gott. Noch nichts von RNG-Manipulation gehört? Nee, Spaß. Geiles Video und geiler Stream. Micho, hallo.
Das wäre geil, wenn ich mit 4 Konsolen gleichzeitig RNG manipulieren würde. Das wäre eine Herausforderung an sich, oder? 4-mal Pokefinder aufhaben und dann die 4 Dinger und dann versucht man den Frame zu finden, der bei allen 4 gleichzeitig kommt. Oder man startet jedes Spiel anders zu einem anderen Zeitpunkt, damit man dann bei allen bei dem Frame ankommt, wo Shiny ist, sodass man 4 Shiny Dioxys gleichzeitig hat. Ich glaube, die kranken RNG-Manipulatoren, die das ja ohne Ende machen, das ist doch mal eine Challenge für die. 4 Spiele starten und die Spiele in dem Abstand starten, dass du bei allen einen Shiny Frame kriegst, beim gleichen R-Press. Es muss möglich sein. Aber erstmal mit 2 anfangen. Du musst einfach 2 Counter haben und wissen, für welches Spiel. Dann machst du das eine Spiel an, dann das andere Spiel. Dann machst du beep, 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 beep. Du musst nur am Anfang unterschiedlich die Spiele anmachen. Aber das piep, piep, piep ist dann, sollte gleich sein. 1, 2, 3, 4. Ja, Bob Wolf, den ich sehr mag, der so ein Retro-YouTuber ist für Retro-Konsolen. Oder Handhelds hauptsächlich. Der hat auch nach der Pokémon Presents gesagt, oh wow, nach der Presents viel Glück, Poketuber, da das Beste rauszuholen, weil es halt so wenig war, was gezeigt wurde. Und da muss ich gerade denken, weil umso weniger gezeigt wird, desto mehr müssen Leute da alles Mögliche rausziehen. Ich muss ja schon schmunzeln, wenn Leute da an dieses Minuszeichen so krass ranzoomen, dass man blau und rot sieht. Aber da sage ich noch, okay, nice. Gut entdeckt, weil das bedeutet tatsächlich etwas. Aber wenn dann Leute sich aus den Haaren ziehen, aus den Fingern saugen, dass das Logo grau ist und deswegen muss es was mit Magiana zu tun haben, dann glaube ich, haben wir das Maximum an ich muss rausziehen, was nur geht, erreicht. Palki, dankeschön für 11 Monate, Palki. Hallo, hallo, hallo. Hallo, hallo, hallo. Also bei dem Speed kommen wir ja locker auf die 1000, auf die 2000 heute. Da ich gerade Mew mache, habe ich das Ganze mal geprüft und zumindest im selben Spiel sind alle Eventmons identisch. Mew und Deoxys haben dann das gleiche Wesen und Werte, auch das Shiny ist im selben Frame. Was? Moment, was? Das Ganze mal geprüft. Zumindest im selben Spiel sind alle Eventmons identisch. Echt? Also in Smaragd, wenn du den Shiny Frame für Mew nachschaust, ist er bei 2000. Und wenn du dann bei Deoxys schaust, ist er auch bei 2000. Krass. Bei wie vielen Countern hast du heute angefangen? 1500. Also ich habe schon 236 gemacht in, weiß nicht, einer halben Stunde. So war es bei 2 Spielen stehen, die ich getestet habe. Krass. Kommt hin. Ich meine, wir müssen auch mal testen, wie lang ein Reset geht. Uhr. Oh, ich habe hier eine Uhr, die noch läuft. Wir sind bei 76 Stunden. Okay. Reset. Okay, ich drück. Ah, wie soll ich denn gleichzeitig drücken? Start. Sollen wir schauen, ob ich mich gut durchklicken kann? Okay, das war gut. Und jetzt, sobald ich es sehe, drücke ich auf Stopp. Oh Gott, geht es schnell. Ich glaube, es sind 20 Sekunden. 18, 19, 20, 21, 22. Sagen wir 23 Sekunden. Wenn man ganz genau es nimmt, kann man in der 23. Sekunde schon sehen, ob es gelb ist oder nicht. Aber mit Verklicken und sowas sind es auf jeden Fall 30 Sekunden, würde ich sagen, im Schnitt wahrscheinlich. Ist aber ein guter Schnitt, also wahrscheinlich ist es noch länger. 30 Sekunden. Das heißt, in 30 Sekunden sehe ich 4 Deoxys und im Vergleich zu Entei in 4 Minuten sehe ich 4 Enteis.
30 Sekunden 4 Deoxys. Was ist 30 durch 4? Keine schöne Zahl. Heute schon 5 Videos angezeigt bekommen. Top 10 Pokémon, die eine Mega-Entwicklung bekommen sollen. Ja. Ein Video hat mich genervt, es wurde mir die ganze Zeit vorgeschlagen. Irgendein deutsches Video. Was war das? Also richtig... Halt irgendwie, also 100%, dass es in der Zukunft spielt. So, aber der Titel war, das nächste Pokémon-Spiel wird in der Zukunft spielen. Ja. Das weißt du doch gar nicht. Was ist deine Starter-Prediction? Also wir hatten wir hatten ja gar kein Gen 4 in Hisui, oder? Es war keins. Es war Gen 2, Gen 7 und Gen 5. Wenn wir das kalkulieren, wie viel, wir haben 2, 2 ist 3 weg von 5 und 5 ist 2 weg von 7. Also 3 und 2 der Abstand. Das heißt, wir können machen 1 und 4 und 6. Dann wäre aber ein 6er dabei. Das ist nicht gut, weil wenn ein 6er dabei ist, weil das ist nicht die Regel gewesen bei Legends Arceus. Legends Arceus hatte kein 4er, also darf jetzt in dem auch kein 6er sein. Also gehen wir einen Schritt hoch und sagen 3, 6, fuck. Dann sind wir auch wieder bei 6. Okay, dann fangen wir an bei 4, 4, 7, 9. Aber 7 hatten wir schon. Es ist eine Mathematik. Es ist eine Gleichung, ich weiß nicht. Nein, versucht da ganz neutral drüber nachzudenken. Denkt nicht das, was ihr wollt. Das, was ihr wollt, ist nicht das, was Pokémon macht. Pokémon macht das, was sie wollen. Und das ist wahrscheinlich mit geschlossenen Augen auf dem Blatt Papier drauf zeigen. Empoleon Frankreich muss ja sein. Das stimmt. Das stimmt. Ich glaube, die entscheiden das auch, je nachdem, also ja, Französisch. Und dann zumindest, aber Empoleon, okay. Aber zumindest, welche von den Startern kann man regional abändern, sodass es sehr französisch aussieht. Weil bei denen, die wir hatten, außer bei Tornupto vielleicht, die Hisui, also Atmurai und Silvaro, sehen ja beide sehr feudales Japan aus. Extrem. Und Hisui, wahrscheinlich Tornupto kann man wahrscheinlich auch, weiß ich aber jetzt gar nicht die Lore, warum das so aussieht, aber wahrscheinlich kann man sogar das... Wobei doch, diese der ganzen... Stimmt, Hisui Tornupto sieht eigentlich aus wie so ein Yokai. Halt wie so ein Geist aus der japanischen Mythologie und sowas. Die Augen und wie es sich bewegt und sowas. Wahrscheinlich kommt es daher vielleicht. Deswegen, ich glaube, so muss man denken, welches von den Startern könnte am ehesten wie ein Carlos, eine Carlos-regionale Form bekommen. Und im Endeffekt, wenn du kreativ bist, kannst du aus den allen was Französisches zaubern. Aber ja, Empoleon, macht Sinn. Ich wünsche, es gäbe etwas, wie du jetzt mit Deoxys machst, um Manaphy angenehmer zu machen. Schieb es immer noch vor mir her und mach lieber andere Mons. Ich werde Manaphy im April machen. Ups. Was ist denn das jetzt hier? Denn im April ist Eggmonth. Und ich mache beim Eggmonth mit, aber mit Manaphy. Und du kannst durch Cheaten kannst du dir Manaphy einfacher machen. Du kannst dir 100 Eier produzieren. Die auch alle unterschiedlich sind. Aber um 100 Manaphy-Eier zu produzieren, musst du Fremdsoftware benutzen, also Checkpoint, um das Ei immer wieder zurückzusetzen. Oder halt Ranger immer wieder zurückzusetzen. Das heißt, du könntest dir 100 Eier geben und dann kannst du einfach die 100 Eier am Stück hintereinander ausbrüten, was auf jeden Fall schneller geht. Und du kannst natürlich auch, so wie hier, mehrere Systeme benutzen. Du kannst 3 Systeme benutzen, du kannst 4 Systeme, 5 Systeme benutzen. Immer wenn du 5 weitere oder 4 weitere Eier ausbrüten willst, brauchst du nur
naja, noch mehr Ranger-Spiele, noch mehr Eier. Und halt immer pro 4 ein neues DS-System. Ich meine, mit Geld kannst du es dir immer einfacher machen. Aber du machst es dir auch schon einfacher mit Manafi, indem du 4 Eier ausbrütest. Hast du schon mal Poco MMO gespielt? Nee. Ich habe selten Fangames gespielt, weil die Fangames mir nicht geben, was ich an Pokémon so mag. Und das ist der Punkt, dass ich die Pokémon zwischen den Spielen hin und her tauschen kann und halt sammeln kann. Wenn ich in Poco MMO ein Pokémon fange, dann kann ich damit nichts anfangen, weil ich das nirgendwo hin übertragen kann. Er ist gefangen auf Poco MMO. Ich habe mir jetzt einen Pokémon Ranger bestellt, das reicht mir. Meistergriff mit einem Baguette in der Hand. Die Chance, dass wir 2 Sets an Startern bekommen, ist auch gegeben. Darf man nicht vergessen. Wie meinst du 2 Sets an Startern? 4 Stück? 2 Sets? Warum sagst du 2 Sets und nicht 4? Was meinst du? $500 die Stunde bei Deoxys. Das ist besser als 100 in 100 Minuten. Deoxys sollte schnell gehen, wenn du nicht so derbe Pech hast wie ich. Und dann bin ich angefixt. Was machen wir denn dann noch in Feuerrot? Einmal die Kalos-Starter und einmal die Kanto-Starter. Die Kalos-Starter. Kalos und die anderen. Das kann alles sein. Klar, sie müssen nicht die gleiche Regel machen wie in Hisui. Also, um es Legends zu nennen, müssen sie halt schon irgendeiner Rezeptur folgen. Und welche Rezeptur hat Legends Arceus? Dass es in der Vergangenheit spielt, eventuell? Also was ist das, was Legends ausmacht? Ich finde, ein großer Teil ist, dass es in der Vergangenheit spielt. Deswegen ich auch sage, dass Kalos in der Vergangenheit sein wird. X, Z, Y. Dass man in einer Region ist, die man bereits kennt. Logisch. Dass es um eine Legende geht. Wobei bei Arceus ging es da um eine Legende? Weiß ich nicht. Für uns ging es um eine Legende. Aber in der Story ging es nicht wirklich um eine Legende. Oder? Vielleicht schon. Nee, das machen wir weg. Also Vergangenheit und dass wir an einem Ort sind, den wir bereits kennen. Und was ist noch eine Rezeptur von Legends Arceus? Dann geht, also ins Detail geht mal halt dann, dass man 3 Starter kriegt aus anderen Gens, aber halt durcheinander. Und dass die eine andere Form haben. Das könnte eine Rezeptur sein, die man in Legends immer wieder bringt. Ich muss mal gucken, werden mir die KP angezeigt bei Deoxys? Ich muss mal kurz... Sollte ich die mal alle fangen, um zu schauen, ob die Deoxys alle unterschiedlich sind? Weil vielleicht sind die japanischen nicht unterschiedlich. Ich überlege gerade, weil der Speicherstand ist kopiert. Was aber bedeuten würde, wenn ich einen Shiny in den japanischen finde, finde ich es 3-mal. Moment, das muss ich jetzt einmal checken. Ich speichere mal alle. Ich fange mal alle 3 oder alle 4. Sollte ja alles funktionieren. Es ist nur die Frage, wo... Ah, ich kann ja am linken sehen, was ist. Das ist geil. Beutel. Und dann Meisterball. Aber das ist nicht der Meisterball. Was ist bei den anderen der Meisterball? Ah, man sieht's ja an dem Muster. Das hier. Okay, das hier. Ja. Dann fängst du mal. Aber du bist sicher ein anderes. So funktioniert das noch, dich.
Eben hier funktioniert das nicht so. Ja, in Smaragd wäre das so gewesen. Weil dann hätte ich überall den gleichen Shiny Frame. Sowieso. Keine Ahnung, ich habe noch nie überprüft, ob ich unterschiedliche fange. Aber mal Spitzname? Sehe ich hier schon was? Nein. Ach, ich dachte mir gerade, warum bist du in der Verteidigungsform? Aber ja, es macht Sinn. Warum sieht es auf Japanisch so anders aus? Warum gucke ich nach unten auf der deutschen Version? Naja, aber das Problem ist jetzt, es ist nicht hier. Fuck! Moment, fliegen. Dodri, glaube ich. Ne, Lapras kann nicht fliegen. Porenta. Ist das Fliegen? Nein, das ist der Schneider. Das ist Fliegen. Gott, ich komme hier nicht mal runter. Warte mal, ich muss gar nicht fliegen. Ich muss gehen. Ich will es kurz einmal checken. Die müssten alle gleich sein, logisch. Aber ich habe einfach Angst. Habe ich das Shiny gerade verpasst? Nö. Okay, oh. Wenn NPCs einen nerven. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Okay. Hier. Das ist hilfreich, dass ich links so ein Übersetzungsspiel habe. Hier. 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 Das ist Dragoran. Fuck. Wo da? Nee, was? Warum bin ich denn jetzt anders? Oh, nochmal. So. Und dann so, so, so. Warum bewegt sich oben nicht? Ich kann oben nicht runtergehen. Was ist dieses Spiel? Warum funktioniert das gerade nicht? Jetzt. Warum geht's jetzt? Hier. 26, 20, 106. Ja, ist ja ganz unterschiedlich. Okay. Tschüss. Alles gut. 1, 2, 3, 4. Die Legende ist eine mit dem Märchen und der Sage verwandte Textsorte bzw. literarische Gattung, in der historische Ereignisse später Hinzufügungen überhöht oder verfälscht wurden. Legenden haben meist wie Sagen einen wahren Kern, der Fantastis ausgeschmückt wird. Aber eben auch, was ich finde, wenn man von einer Legende redet, dann redet man von etwas, was in der Vergangenheit passiert ist und nicht in der Zukunft passieren wird. Korrekt. Hallo, sanfter Wikinger. Könntest du nach Ditto handeln und damit jedes Gen 3 Mon in Shiny anschauen durch dein Ditto? Cool. Das kann ich auch googeln. Darauf will ich ja raus, warum sollte eine Legende in der Zukunft stattfinden? Ja, genau. Aber die Leute sehen blaue Linien und denken sich, das sieht voll abgespaced aus. Am Ende kann GF mit Legends machen, was sie wollen. Nein. Legenden heißt Vergangenheit. Hm. Also Empoleon würde sehr gut passen, es hat einen royalen Status und daher könnte ich mir eigentlich Flambirex und Serperoyal vorstellen. Zwei Starter aus einer Gen wird wieder unrealistisch, stimmt. Aber Serperoyal, ja, stimmt eigentlich. Serperoyal, Flambirex, stimmt. Gibt's nicht noch welche, die irgendwie... Ja,
Keine Ahnung, was würde ich mir wünschen? Frankreich ist aber auch so. Was würde ich mir wünschen? Ist nicht Frankreich auch irgendwie bekannt für Ritterkämpfe? Also so dieses... Wer ist denn das? Pole Dancing? Wo die mit den Stäben aufeinander zugeritten sind. Ist das nicht irgendwie auch so typisch französisch? Auch wenn es wahrscheinlich überall in Europa gemacht wurde. Fechten? Fechten? Fechten wirkt... Fechten? Ja, genau, Lanze mit Pferd. Aber Fechten wirkt auch sehr französisch, oder? Ist wahrscheinlich auch so en garde. Ja. Welches Mon könnte fechten? Feuer. Feuerfuchs. Der hat einen Stock. Der Stock könnte... Stellt euch vor... Die drei Musketiere. Ja, sowas. Stell dir vor... wie heißt denn... Porenta. Ja, Porenta könnte auch nochmal. Lauchzelot, stimmt. Lauchzelot ist britisch. Stimmt eigentlich wahrscheinlich. Aber nehmen wir Fechten. Wie heißt denn hier Rutena, oder? Nee, Rutena ist das. Und danach kommt... Rutena wird zu... Deponitox. Das auf jeden Fall, der Fuchs. Stellt euch den vor, der könnte super gut einfach den Rock verlieren und dann so wie so ein schlanker Fuchs und dann kriegt es so eine Haube, die es runterziehen kann und dann schauen da so die Ohren raus und dann hat es so ein Fechtding. Und kann damit dann so fechten. Bestätigt. Machen wir ein Video drüber. Lanz ist eher UK. Ja, genau. Deswegen gibt es ja Lauchzelot. Ja. Okay. 1, 2, 3, 4. XY-Feuerstarter oder Panferne mit einer weniger eleganten Art fechten. Und eher auf wilder Weise. Ja, genau. Aber wiederum auf der anderen Seite wäre der Fuchs... Auch bereits Gen 6. Aber das macht ja nichts. Ich finde, Gen 1 würde ich nie gerne sehen, weil die sind schon so ausgeschlachtet. Es verliert dann den Psychotypen, bekommt dann aber Kampf hinzu oder Stahl. Wegen dem Schwert. Stahlfeuer. Gibt Stahlfeuer? Bestimmt. Heatran? Ist Heatran Stahlfeuer? Nee. Vor allem in Gen 6 Original war Gen 1 viel zu präsent. Ja. Ich hoffe einfach kein Starter, der schon eine Special Form oder Mega hat. Ja. Bisaflord. Doch, Bisaflord eine Mega. Hat Turtok eine Mega? Ja, dieses fette Ding auf dem Ding. Ja, doch. Die haben alle eine Mega. Natürlich haben sie das. Porente einfach ein Baguette geben. Ich glaube, da gibt es viele, denen man ein Baguette in die Hand drücken könnte. Eben Meistergriff mit zwei riesigen Baguettes. Oder, wie heißt es? Das, nicht Kommandotan, sondern das andere. Quartermack anstatt... Gibt es da irgendeine französische Frucht? Eine Mandarine? Ein Croissant? Schmeißt ein Croissant auf dich? Ja, Gen 1 ist so ausgelutscht. Ich hab das Gefühl, Kanimani braucht mehr Liebe. Megania kann ich mir auch vorstellen, dass das so ein neues Blütenkleid kriegt, was sehr französisch ist. Vielleicht Rosen oder sowas. Stellt euch vor, ein Megane, was eine Rose ist. Also anstelle von dieser riesigen Blüte um den Hals ist die riesige Blüte eine rote Rose. Was gibt's noch in Gen 3? Quajutsu könnte auch fechten. Hallo Henry! Ein nutzbares Megane wäre doch was.
Ey, Megani hat mich in Gen 2 voll durchgecarried, obwohl ich Rankenhieb aus Versehen immer vergessen habe. Dann konnte es keine einzige Pflanzenattacke. Und trotzdem war es gut. Fuegro als Phantom der Oper-Variante. Ja, ich mag Fuegro nicht. Stellt euch vor, es gibt einen Gen 9-Mon. Würde das Sinn machen? Ja, weil es direkt nebendran ist. Gen 9. Einfach Fuecoco. Als Phantom der Oper. Oder, was erst recht gehen würde, weil es schon ein bisschen so aussieht, wäre Maskagato. Maskagato, anstatt der Maske, einfach eine andere Maske, sodass es zum Phantom der Oper wird. Ja, genau, Marco. Ja. Und Legend wäre ein Gen 9 Spiel. Ja. Oder einfach, oh Gott, wenn sie Fuertente, also nicht Fuertente, sondern bei Londa und dann wackelt es aber nicht mehr, sondern steppt, oder was ist ein französischer Tanz? Steppen wäre irisch. Relaxo als Gérard Depardieu, als Obelix. Kriegt so diese blau-weiße Hose angezogen, mega. Impergator als Glöckner von Notre Dame. Geil. Ogapon hat auch eine Maske, stimmt. Das wäre geil. Man kann so viel machen. Wir denken uns jetzt schon wieder so viel aus und dann werden wir nur wieder enttäuscht. Wobei Legend Arceus hatte, was die Pokémon anbelangt, nicht enttäuscht. Die sahen echt alle geil aus. Allein Overquill. Overquill... genial. Oder die Starter, alle drei genial. Außer Atmurai sah ein bisschen langweilig aus. Bisschen wenig Unterschied. Ja, und dann hat es Megane mit Rose auch so Stacheln, ja. Aber Rose ist nicht unbedingt französisch, aber ist ja egal. Aber ich glaube, in Kalos gab es viele so, halt so schöne Gärten. Keine französische Blume oder so? Es würde bestimmt aber eine vierte Raubkatze ins Game kommen. Wieso bestimmt? Warum sagst du bestimmt? Warum? Eine Lilie? Ich hoffe, Legend Z wird ein Zukunftsding. Nein! Dann wären Kalos-Formen nachvollziehbar, weil die Mons nach Jahren französisch wurden oder so. Diese ganze Logik haben sie in Legends Arceus auch schon komplett aus dem Fenster geschmissen. Seitdem man einfach in Paldea Hisui Voltoballs finden kann. Ich meine, klar, das sind alles Anomalien. Aber ich glaube, darauf darf man sich nicht so, auf die Logik darf man nicht sich, also ich mag Logik auch, aber auf die Logik von wegen, die müssen in der Zukunft spielen, weil sonst macht Mega-Entwicklung keinen Sinn. Du findest da locker einen Weg. Das heißt nicht, dass Mega-Entwicklung nicht schon da war. Das heißt nur, dass du zwar das dann erforscht hast und richtig besser gemacht hast, oder halt erforscht hast, das heißt aber nicht, dass es nicht schon da ist. In Gen 1 haben wir auch zum ersten Mal den Pokédex erforscht. Oh, nee, haben wir nicht. Aber die Blaubeerakademie hat Hisui Baldorfisch. Eben. Also warum sollte es nicht Mega-Entwicklungen in der Vergangenheit gegeben haben? Und sogar welche, die inzwischen ausgestorben sind, weil die Steine kaputt gegangen sind. Weil Mega-Entwicklung brauchst du ja einen Stein für. Und was ist, wenn die Steine nicht mehr komplett kaputt gegangen sind von denen? Du kannst alles irgendwie hin erklären. Und Raubkatze macht in Kalos keinen Sinn.
Warum sollte eine vierte Raubkatze kommen? Ja, erkläre dich, Monarching. Warum? Achso, du meinst, weil wir waren in Gen 4. Warte mal, ganz genau. Anders, es wird keine Raubkatze sein, pass auf. Jetzt kommt die Mathematik wieder. Wir waren in Gen 4 in Hisui und haben Gen 5 Genies ein weiteres bekommen. Aus 3 Genies wurde 4 Genies. Jetzt sind wir aber in Gen 6 in Kalos und somit müssen wir auf 7 gehen. Und was waren in 7 die Roma? Exakt, gab keine. Oder gab's in Gen 7 Roma? Stimmt, Buckel und Baguette würde auch sehr gut sein. Neues Kapu. Was habe ich gesagt? Kapu. Kapus, aber die sind schon 4. Warte mal, was habe ich gesagt? Ihr wisst, was ich meine. Wir sind in Gen 6 in Kalos und dann kriegen wir Genies. Okay, Latias und Latios haben Mega-Entwicklung gekriegt, das stimmt. Aber in 7? In 7? Gab es irgendwas, was mit Genies vergleichbar ist? Oder mit Raubkatzen? Sie treten Chaldea aus den Rittern der Redlichkeit und führen ein neues ein. Stimmt, die Ritter der Redlichkeit würden auch irgendwie... Ja, wobei es passt eher... Ist aber auch lustig, dass sie in Gen 5 sind. Nur die Kapus. Ach so, ihr meint Kapus. Ich bei Kapu denke ich die ganze Zeit an Karmesin und Purpur. Ihr dachte, ihr verarscht mich. Ach, ihr meint die Kapus. Echt, die Kapus haben geroamt? Schau, so wenig habe ich Gen 7 gespielt. Die Kapus. Wir kriegen ein neues Kapu. Macht super viel Sinn. Hallo DJ. DJ Def. Ah! Ich hab auf den... Was war das nochmal? Was hatten wir gesagt? Was für dieser Schrei? Dam Hirplex. Die passen auch nicht wirklich in eine andere Region. Ja, oder? Das sind so typische... hawaiianische Totems. Hallo Bisalina. Wenn man mit der Fantasie weitergehen möchte, anstatt einer vierten Raubkatze, vielleicht die drei Musketiere, was ja auch Richtung Frankreich geht, oder? Ja. Ja, das meine ich. Also man hat die Räder der Redlichkeit, die werden dann zu Musketieren und dann gibt es ein viertes. Aber irgendwie würden die passen, ja. Und dann gibt es davon ein viertes. Aber sie müssen auch nicht jede Regel übernehmen. Deswegen meinte ich ja vorhin, was ist denn so der Kern von Legends Arceus, der die Reihe ausmachen könnte? Und das wird übernommen. Ich glaube, Vergangenheit und dass es an einem Ort spielt, den wir kennen, das war's schon. Alles andere kann komplett neu erfunden werden. Fabi, du bist ein Milzer. Ein weiteres Typ 0, ja, bitte. Typ Minus. Ihr und eure Theorien, wir kriegen eh nur Mega Glurak Z. Oh mein Gott, stimmt. Oh nein. Machen die das wirklich? Mega Glurak Z und Mewtwo Z? Oh nein, es würde Sinn ergeben. Oh nein, Leute erwarten das. Oh nein. Waren sie bestimmt? Ich finde, Gen 1 sollte mal gelöscht werden. In X und Y gibt es ja die Statuen von Reshiram und Zekrom. Vielleicht kommt da noch was in Legends Z vor. Glurak Z. Wir werden Transformers spielen und werden Sigard mit allen Pokémon transformen können. Dann. Was sagt Optimus Prime jedes Mal, wenn er losfährt? Prime, fahrt raus. Assemble. Wie nennt er die? Autobots.
Und das ist dann Sigurd, das dann so schreit, Autobots, assemble! Und dann kommen die ganzen Starter angefahren und bauen sich zu so einem riesigen Sigurd zusammen. Autobots! Das wird's. Jetzt haben wir's. Wir müssen nicht weiter nachdenken. Du willst eine Fusion, der Verux will eine Fusion. Okay, aber zuerst schauen wir dieses eine Deoxys hier an. Eine Bumblebee-Sigurd-Form. Nope. Was ist das? Was hast du gemacht? 15 und 166. 15 und 166 ergibt Bumblebee. Da ist das Bumblebee. Bumblebee-Sigurd könnte so aussehen. Wenn Sigurd ein paar DNA-Fetzen von Bibor aufnimmt. Moment, was ist das andere? Ladybar? Hast du Ladybar und Bibor zusammengetan? Es sieht ein bisschen cute aus. Neue Kalos-Form von Ledian. Ich glaube, es ist Ladybar. Ledian, es könnte auch Ledian sein. Oder dann hätte es wahrscheinlich mehr Helm auf. Keine Ahnung. Ladybar, Ladybor. Ist das ein Ladybor? Dann kann man mit Glurak Yu-Gi-Oh! Spielen. Hat man drei Glurak mit den Megasteinen, wird es ein Glurak XYZ. Genau. Game Freak in ihrem Think Tank sitzen alle da und überlegen. Was sollen wir tun? Ah, Glurak XYZ. Sehr gut, gekauft, was? Ich bringe jetzt die schlimmste Theorie von allen. Die bringen zwei Megaglurak-Formen und sie nennen sie Megaglurak Z und Megaglurak A. Uff. Nee, wenn, dann machen sie das mit Sigurd. Sigurd kriegt eine Form, die Z und A-Form. Ladyboy. Ladybar wird zu Ladyboy. Ja, Sigurd ist dann 200%. Ja, die DNA-Fetzen da sammeln, wird ein Spaß. Aber vielleicht müssen sie auch nicht sammeln. Vielleicht haben wir einen Magneten, den Sigurd-Magneten. Abseits von der Sekrum und Reshiram-Statue gibt es auch zwei Gemälde. Das eine thematisiert die Zukunft, das andere die Vergangenheit. Die Titel derjenigen Gemälde sind auch jeweils danach benannt. Okay, das ist eine Theorie dann also für Vergangenheit und Zukunft. Maybe. Ich hoffe, es wird 1:1 wie Koroksamen. Ich mag Koroksamen, ich bin da dabei. Vielleicht gibt es auch wieder Inkognito. Pokios hat schon eine fette Liste, welche Mons man alle gesehen hat im Trailer. Und das allein waren schon sacken viele, 50 Stück oder sowas. Wer wünscht mir denn da Pech? Unverschämt. Es geht so schnell hier. Das sind mal Soft Resets. Zack, 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 zack. Stimmt die Zahl eigentlich 1123? Ich glaube schon. Ich habe immer noch kein Abra gefunden. So, auf 2000 gehe ich noch. Und dann muss ich kochen. Heute gibt es Kartoffelsuppe mit Baconstreifen. Oh, und vielleicht ein gutes Brot. Ich schreibe hier vielleicht noch ein Brot, vielleicht noch ein leckeres Brot, vielleicht noch ein leckeres Brot. Wild, gell? Und
Dass man Rot und Blau im Minus sieht, könnte auf Yveltal und Xeneas anspielen, aber viele vergessen, dass die Guards Omega-Form auch Rot und Blau beinhaltet. Omega-Form? Achso, die 100%-Form. Stimmt. Auf der Brust, ne, ist so ein Rot-Blau-Ding. Du hast vollkommen recht. Ich meine aber trotzdem, wird Yveltal und Xeneas irgendwo sein. Aber stimmt. Guter Punkt. Ich hätte deine Theorie mit vierte Raubkatze bzw. Lore-Erweiterung. Es gab vier Pokémon, das vierte war schon sehr weiterentwickelt als die dreien, die ums Leben kamen. Der vierte war auch zugleich der Anführer. Er hat die drei Beschützer beschützt und mit Nahrung geholfen. Eines Tages ging der Anführer wieder auf Beutezug und die vier anderen Pokémon waren wieder dabei zu trainieren. Vor allem das Feuer- und Elektro-Pokémon wollten hart trainieren. Ich bin gespannt. Ich habe das Gefühl, du typst gerade die krasseste Geschichte nieder, die uns gleich sowas von aus den Latschen fetzen wird. Aber trotzdem, vergiss nicht, du erfindest gerade eine Geschichte. Das ist kein Beweis dafür, dass wir eine vierte Raubkatze bekommen. Aber es kann natürlich sein, ja. Es kann natürlich alles sein, dass sie einfach alles umschreiben und sagen, hey, es gab nie nur drei Katzen, es gibt vier Katzen. Und dann gibt es auch noch die drei aus dem Paradox, aus der Zone 0. Wo sich schon genug Leute aufgeregt haben. Leute haben sich aufgeregt über die Urzeitform von den drei Raubkatzen und jetzt willst du eine vierte dazu machen? Ey, dann brennt Carlos. So, deswegen muss Illumina City wieder aufgebaut werden. Game Freak hat die vierte Raubkatze erfunden. Glaubst du, Pokémon Z bis A wird gut? Ich glaube es nicht nur, ich weiß es, denn ich bin Poketuber. Ich muss es wissen, so wie alle anderen. Natürlich wird es gut. Alles, was Pokémon macht, ist Perfektion und verdient all unser Geld. Also kauft es jetzt schon, obwohl es nicht geht. Ist egal. Findet die Adresse einfach von Game Freak raus, nicht so schnell, und schickt ihnen Gelder. Einfach Geld im Umschlag nach Japan schicken. Und draufschreiben, nix, einfach nur gut gemacht. Aber nur gut gemacht draufschreiben, auf Japanisch. Wird es besser oder schlechter als Pokémon Sleep? Besser als Sleep geht's gar nicht, weil jedes Pokémon-Spiel ist das Beste. Wir können so dankbar sein. Ihr spielt für mich Pokémon Ultramond zu Ende, ich will einfach nicht mehr. Wie oft muss man die durchspielen? Zweimal, oder? Wegen Typ 0 und Venikro. Muss man sie mehr als zweimal durchspielen? Aber muss sie zweimal durchspielen wegen den Exklusiven? Also reicht es, einmal Ultramond und einmal Ultrasonne durchzuspielen? Cosmog? 1, 2. 1, 2, 3, 4. Muss ich viermal durchspielen? Zweimal mindestens, wenn man Living Decks in Shiny und Normal haben will, viermal. Aber allein Cosmog ist doch viermal, oder? Cosmog ist Shiny Locked. Ist mir doch egal, was Shinies anbelangt, aber ich brauche doch Cosmog, Cosmovum. Und daraus wird doch Lunala und Solgaleo. Also brauche ich vier. Ich bekomme Cosmog und Solgaleo. Ah. Bekomme ich die jeweils einzeln im Spielverlauf? Entwickelt sich nicht mein Cosmog zu Solgaleo? Dann ist es... Zweimal. Dann ist zweimal. Okay. Okay, zweimal ist ja aushaltbar. Einmal Mond und einmal Sonne. Und dann kann man es schön vergleichen. Das wäre, wobei, das erste Mal, dass ich nur zweimal ein Spiel durchspielen muss, wäre jetzt mit Gen 5, glaube ich, wo ich einmal schwarz und einmal weiß spielen muss. Oder vergesse ich was? Gibt es irgendwas, weswegen man mehr als schwarz und weiß einmal spielen muss, jeweils?
Vielleicht einmal kurz Schwarz und Weiß 2 wegen dem... Also man muss kurz einmal, genau, Traumratter. Aber dafür muss ich, glaube ich, Schwarz-Weiß 2 nicht durchspielen, oder? Fossilien? Die kann man ja brüten, zur Not. Nope, oder doch? Damit das Traumradar übertragbar ist, muss Schwarz-Weiß eins davon komplett durchgespielt sein? Geht es nicht einfach so? Ich meine, ich kann Arceus auf Hard Gold Soul Silver übertragen, bevor ich das Spiel überhaupt angefangen habe. Warum muss ich wieder Schwarz-Weiß 2 durchspielen? Ist das mit dem Traumradar? Also wenn das mit dem Traumradar erst in diesem Transferlabor möglich ist, dann geht's erst nach dem nationalen Dex. Das wäre natürlich schrecklich. Aber vielleicht geht's auch einfach, sobald man den Pokédex hat. Hallo Anne. Boreos und Voltilus habe ich zweimal geholt, also ohne Traumradar. Muss zum vierten Mal Decks voll machen. Wo? Mr. Devos, das ist das falsche Spiel, da kriegst du kein Manaphy-Ei. Oder willst du einfach nur das spielen? Hä, beschwer dich. Du hast das Spiel nicht gekauft. Devos hat den zweiten Teil von Ranger gekriegt, aber er will den ersten Teil. Nee, du hast Erkundungsteam gekriegt? Ist es nicht... Dings? Dungeon? Für die Shinies, die es in Gen 5 geschenkt gibt, muss man durchspielen. Ja, okay. Aber Voltolos... Also, klar, du musst nicht Traumradar machen und sowas, um alle zu kriegen. Aber ich muss... Für meine Regeln muss ich Traumradar machen. Weil die Traumradar-Genies... sind die Tiergeistform und das erste Mal, dass die Tiergeistform vorkam in einem Spiel, war ein Traumradar. Deswegen muss ich sie in Traumradar holen. Das ist die Regel. Aber ja, sonst könnte ich natürlich in einem Spiel die holen und im anderen Spiel die holen und dann die einen zur Tiergeistform machen. Aber das wäre dann nicht den Regeln gerecht. Traumradar hat nicht viel Spielzeit. Es ist einfach, da gibt's Pokémon und die erscheinen einfach in AR oder VR. AR? Nee, VR. Die erscheinen aber quasi so durch die Kamera. Dann kannst du die fangen. Aber du musst schon irgendwie ein bisschen aufleveln da drin oder so. Du musst schon ein bisschen was machen. Aber ich meine, das Spiel hat 4 Euro, glaube ich, gekostet. Natürlich hat es nicht so viel Spielzeit. Ich glaube, du kannst auch von Anfang an die Genies fangen. Du musst nicht erst... irgendwelche Sachen freischalten. Aber trägt man die überhaupt auf Schwarz-Weiß, weil kam ja erst auf dem 3DS raus? Deswegen kann man sie auch nur auf Schwarz-Weiß 2 übertragen. Aber du musst die auf Schwarz-Weiß 2 übertragen. Nicht auf XY, falls du das jetzt denkst. Nee, du musst die auf Schwarz-Weiß 2 übertragen. Es ist halt nur auf dem 3DS rausgekommen, weil der 3DS das erste Mal den Online-Store hatte. Und das Spiel gab es halt natürlich nur digital. Täglich konnte man nur ein bisschen was machen. Werden sehen. Ich habe das Gen 4 Video aufgenommen und jetzt wird sich an den Schnitt gesetzt. Und wenn das Gen 4 Video fertig ist, was ich versuche
vor dem 10. März zu schaffen. Das heißt, ich habe jetzt 10 Tage Zeit dafür. Heute ist der 29. Heute haben manche Leute Geburtstag, die ein Viertel so alt sind, wie sie eigentlich sind. Wir haben Lucy mit einem Kinoso. Ibla Ali hat heute Geburtstag. Nice. Würde man dann wenigstens bei Home sehen können, dass das Trio aus dem Traumradar kommt? Ja, weil nur in Traumradar, zumindest damals, konnte man Pokémon im Traumball fangen. Das heißt, das werden die ersten Mons für mich sein, die im Traumball sind. Das ist halt die andere Regel, die ich damit breche, leider. Sie werden nicht im Pokéball sein, sondern im Traumball. Aber dafür sind es die ersten Genies, die man kriegen kann. Was da textmäßig steht, weiß ich nicht. Ob da irgendwie steht, kommt aus einem mysteriösen Ort oder kommt aus dem Schlafwelt, keine Ahnung. Vielleicht steht da irgendwas Besonderes. Ich glaube nicht. Aber Traumball haben sie. Was kostet Traumradar heutzutage? Unbezahlbar. Kannst Traumradar nicht kaufen. Wenn du Traumradar nicht hast, hast du Pech gehabt. Dann musst du es auf andere Wege kriegen. Dann kannst du 4 Euro an Game Freak schicken. Im Brief. Ich glaube, es waren 4 Euro, als ich es gekauft habe. Damals, bevor der Store zugemacht hat. Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, es waren 3,99. Oder waren es 4,99? Oder 6,99? Ich weiß es nicht mehr. Aber nichts Zweistelliges. Du kannst in Traumradar auch Dialga, Palkia, Lugia, Ho-Oh und Giratina holen, wenn du die Spiele in den 3DS einlegst. Ja, aber das wollen wir nicht. Davon habe ich genug. Die habe ich sogar als Babys. So, letzter Reset. Finden wir heute noch einen Deoxys in Shiny. Das geht ja wirklich sackenschnell. Ab jetzt, wenn wir Shiny hunten, machen wir eine Stunde Entei und dann eine Stunde Deoxys. Und Deoxys-Zahl wird so nach oben schnellen dabei. Nope. Aber was ich ja eigentlich machen wollte, fällt mir gerade ein. Aber vielleicht machen wir das morgen. Ich weiß nicht, wie viel ich schaffe, es vorzubereiten. Ich will ja ein Video machen dazu. Wahrscheinlich wird es aber einfach nur ein Short. Ein einminütiges Short. Ein Video machen, in dem ich, und das können wir live zusammen machen, ich schicke 100 Shinies in den Wundertausch und schaue, was dabei rauskommt. Ich habe inzwischen über 100 Shinies, die ich nicht will und ihr auch nicht wollt, weil die aus Pokémon Go sind. Und die werde ich einfach in den Wundertausch reinpacken und dann schauen wir, was dabei rumkommt. Die Frage ist nur, soll ich alle 100 in Karmesin und Purpur verschicken oder soll ich sie aufteilen auf, also 25 in Purpur und dann nochmal in BDSP, nochmal in Schwert und Schild und in Pokémon Home? Weil in all diesen Spielen kann ich Wundertausch betreiben. Auf der Switch. Aber ich frage mich, ob es nicht cooler wäre zu sehen, was passiert, wenn ich 100 in einem Spiel verschicke, was da die Bilanz dann ist. Aber irgendwie wäre es auch cool, das zu verbreiten. Nur Kapu. 4 verschiedene wie mit je 100? Nein, so viele habe ich auch nicht. So viele wegschmeißbare habe ich auch nicht. Mit einer Wette, auf welchem Screen kommt das Shiny zuerst? Okay, wir können jedes Mal eine Vorhersage machen, auf welchem Screen das Deoxys kommt. Anstatt die Zahl sagen wir, auf welchem Screen. Die du bekommst, weitergeben. Ich glaube nicht, dass ich mit 100 Wundertauschen überhaupt 5 Shinies kriege.
Nee, in Capo kommen die nicht zurück. Capo ist das, wo die meisten Leute noch spielen. Wenn ich welche zurückkriege oder ich sogar was Besonderes kriege oder ihr sie bekommt, wäre, wenn ich in Schwert, Schild, BDSP und sowas mache, weil da kaum Leute Wundertausch machen. Das heißt, wenn ich das live mache und ihr seid dann in Schwert und Schild und startet Wundertausch mit mir gleichzeitig, könnte es sein, dass ihr meins kriegt. In Schwertenschild bekommst du nur gehackte Mons. Gehackte Mons. Eben, und deswegen will ich... Aber wenigstens würde ich was kriegen. In den anderen Spielen würde ich wahrscheinlich nichts Tolles kriegen. Gehackte. Weiß ich noch nicht. Das muss ich mir noch überlegen, wie ich das mache. Aber ich glaube, ich werde... Ah, es hat beides so Vorteile. Ich finde es irgendwie lustig, in den alten Spielen auch Wundertausch zu machen. Und die Leute werden mit einem Shiny belohnt, die da immer noch Wundertausch machen. Aber dafür ist Karmesin und Purpur halt das, was aktuell ist und wo wahrscheinlich der Wundertausch sofort passiert. Ich würde sagen, wir probieren die anderen. Und wenn da überhaupt der Wundertausch gar nicht passiert oder ich jedes Mal 5 Minuten warten muss, dann lasse ich's. Aber wenn es klappt und ich die ganze Zeit welche kriege, dann machen wir da 25, da 25 und so. Und ich wäre mir nicht sicher, dass ich so viel Shinies kriege, wisst ihr nicht mehr. Als ich einfach nur versucht habe, ein Shiny zu kriegen, habe ich eine Stunde lang Wundertausch gemacht und erst dann habe ich ein Shiny gekriegt. Nach einer Stunde. Das waren vielleicht nicht 100, die ich da verschickt habe, aber 50 oder so. Okay. Vielen Dank fürs Dasein. Wir sehen uns morgen wieder. Wir machen wahrscheinlich weiter mit Deoxys. Und vielleicht, wenn ich mir was überlegt habe, machen wir den Wundertausch. Und Bussi, Bussi, bye bye.